Heute in Speedrandale gibt's die volle Packung Super Donkey Kong 2. Schönen guten Tag, herzlich willkommen. Speedrandale ist wieder angesagt. Hallo. Ich sollte einfach mit der Moderation warten, bis das Ding oben ist. Ja, wir brauchen höhere Stühle. Höhere Stühle, ja. Das werden wir einmal hier dann anfragen lassen. Aber ja. Schön, dass ihr da draußen da seid. Schön, dass Sie und ich dann auch hier wieder sein können, um euch Speedrunner zu präsentieren. Aber wir sind heute nur Beisitzer, denn die Bühne gehört Stormsen. Schön, dass du es endlich mal in Studio geschafft hast. Ja, hallo zusammen. Guck mal, sogar die Klatsche aus dem Knopf. Ja. Dann richtig. Ich musste noch mal zurückgraben, weil ich hatte es noch im Gedächtnis, du warst ja schon mal bei uns, aber es war eine Folge, wo ich nicht dabei war. Genau, sein das war mitten in der Pandemie, das war dann Messenger 100% mit Sia und Simon damals. Mhm. Genau, und ich habe damals schon gesagt, ich will Donkey Kong spielen und dann habe ich mich halt irgendwann wieder beworben mit Donkey Kong. Ja. Jetzt haben wir Donkey Kong. Jetzt haben wir Donkey Kong. Ja, wenn ihr da draußen nicht erkannt habt, welches Donkey Kong denn ist, das ist der übrigens, denkt auch immer dran, direkt unter der Palme seht ihr es, abonnieren, Glocke läuten, Instagram massieren, was auch immer man ganz wichtig macht. Das ist das Allerwichtigste von allem. Vielleicht demnächst auch mal auf Threads, wenn es mal aktiviert wird oder so. Wissen wir nicht, macht das alles sehr gerne. Super Donkey Kong 2 ist der japanische Name von Donkey Kong Country 2. Genau. Diddy's Conquest. Nicht Diddy Kongs Quest, ich kriege auch immer durcheinander. Wir hatten ein paar verschiedene Male Donkey Kong Country 2 schon mal hier, aber jetzt nicht in der Kategorie, die du zeigst. Genau, Zockerstuhl und so weiter und so fort haben Any% gezeigt. Und ich werde heute die halbwegs Kaizo-Kategorie, wie sie so genannt wird, weil es ist wirklich exzessiv, 102%. Also wir werden alle DK-Coins sammeln, wir werden alle Cram-Coins sammeln, werden das komplette Spiel einmal durchspielen. Wow. Das braucht man es nie wieder zu tun. Wie warst du eigentlich fit in Donkey Kong Country? Wir haben es ja immer wieder mal gehabt, aber war es eigentlich mal dein Sieger? Ja, also ich habe die sehr genossen, die Games. Ich habe die jetzt nicht exzessiv extrem viel gezockt, aber das, was ich gezockt habe, fand ich immer geil. Und ich finde auch die Speedruns von Donkey Kong immer sehr, sehr cool und nice zum Zuschauen. Und freue mich sehr auf den Run. Aber was sind genau, also 202% heißt, du 102% heißt, du sammelst halt wirklich alles ein. Ich sammle alles ein, genau. Also warum die 2% extra? Was ist das? Ich glaube, das war von Rare damals einfach so ein Ding. Also Donkey Kong Country 1 hat 101% statt 100%. Sure. Donkey Kong Country 2 hat dann 102% und in den Dreier kriegt man dann 103% oder es gibt dann ja noch diesen Ultra-Hard-Mode, den man anmachen kann und dann hat man 105%. Okay, und okay. Das war einfach so ein Rare-Ding, was sie gemacht haben. Also es ist wirklich nur 100%, aber die haben sich halt gedacht, hey, machen wir auch 102, okay, weil es ja Donkey Kong Country 2. Wie ist es jetzt, wenn du sagst schon, beinahe Kaizo, können wir mit dir überhaupt quatschen? Oder musst du dann, bist du komplett im Tunnel? Nee, also ich rechne schon damit, dass sehr viele Sachen schiefgehen werden. Ich versuche wirklich, die harten Threads zu zeigen. Es ist viel dabei, was super schiefgehen kann. Der Run ist immer noch Marathon-safe, aber ihr werdet schon sehen, manche Threads sind halt wirklich so, uff, also wir versuchen mittlerweile schon so Any% und 102% quasi auf eine Ebene zu ziehen. Mhm. Und Any% ist ja schon sehr hart optimiert mittlerweile. Der Weltrekordhalter Leftover hat, glaube ich, mittlerweile 37 Minuten 40, also er hat die 38 wow. Minuten-Marke geknackt. Und wir haben manche Strats dabei, gerade nachher so Webwoods, also wo man nachher diese Spinne spielt und dann nur mit den Spinnen. Das auf 102%, da werdet ihr schon sehen, da in die Bonusse reinzukommen und dann noch gleichzeitig schnell dabei zu sein, das ist schon, also es ist nicht ohne. Ja. Und die Kategorie wird auch nicht so viel gespielt, weil es den meisten auch zu schwer ist. Okay. Also, ja, wenn man die auf einem hohen Niveau spielen möchte, dann muss man Frustration pur erleben. Genau, dann seid ihr gut. Da freuen wir uns schon drauf. Ja, wir hatten noch mal eine, wo man dich auf Twitch sehen kann. Also, wenn du dann da streamst, das zeigen wir nachher noch mal. Aber wenn ihr mal Training und andere Sachen sehen wollt, genau. Gerne mal vorbeigehen. Nimm den Controller in die Hand, mach den Countdown und let's do this. Genau. Right. Sound kommt wahrscheinlich. Ja, Sound müsste gleich. Da ist er. Genau, der Timer läuft, sobald ich auf One Player drücke. Also haben wir in 3, 2, 1, go. Alright. Genau, wir spielen die 1.0-Version. Warum werdet ihr erst sehr spät in den Speedrun sehen? Also, warum wir jetzt 1.0 spielen, kommt eigentlich wirklich zum Schluss. Mhm.
So, anders als bei Any% können wir, werden wir Warps benutzen, aber wir können nicht diese sogenannten Wrong Warps, also diese falschen Warps, diese, wo ich halt unsichtbare Objekte herzauber und so weiter und so fort. Das hat man ja in Any% gesehen. Das können wir theoretisch auch hier machen. Allerdings softlockt das Game in der 1.0-Version, wenn wir so einen Fass quasi reingehen würden. Ich bin hier mal ein bisschen vorsichtig. Eigentlich macht man hier einen sehr knappen Sprung auf den Kremlin. Und ja, wenn es schief geht, ist man tot und kann eigentlich resetten. Deswegen werde ich ein bisschen safer an manchen Stellen spielen. Ja, und wie ihr schon gesehen habt, wir versuchen natürlich die Bonus alle jetzt mitzunehmen. Und man muss dazu sagen, manche sind super schnell. Ja, danke Wemby. Und hier sehen wir jetzt schon mal das schöne Wemby Hitbox. Die Hitbox von den Animals ist nicht super an vielen Stellen. Also Wemby geht noch, Angard, der Schwertfisch ist der schlimmste von allen. Okay, sah eigentlich genauso aus wie vorher. Ja, ja, das ist, es sind manchmal wirklich Pixel. Du hast auch nichts anderes gemacht, das Spiel hast du nur anders interpretiert. So ungefähr. Genau. Also dementsprechend dann auch die japanische, weil du da auch sicher bist, ist die 1.0er-Version. Nee, das nicht unbedingt. Das Problem ist, die US 1.0-Version ist ja die Original, also die wirklich Original, die als allererstes rausgekommen ist. Die Version ist aber so schlecht, dass sie sehr viele Bugs und so weiter hat, dass wir auf der nicht spielen können. Und die japanische 1.0-Version wurde schon ein bisschen optimiert, also sind schon ein paar so Bugfixes und so weiter drin. Und das ist für uns genau richtig. Und die, ja, also man kann leider sagen, die 1.0-Version von US, die ist unspielbar, wenn man Speedrunner ist, weil die ist, ja, die benutzt keiner, will keiner benutzen und sollte man auch nicht benutzen zum Speedrun. Genau, und wie ihr sehen könnt, es gibt halt drei verschiedene Arten von Bonusse. Es gibt einmal die, wir müssen alle Cramps töten, also alle von den Gegnern. Natürlich hat. Eigentlich versucht man mit einem Wurf alle auf einmal zu, aber wenn der Winkel halt nicht stimmt, kriegt man nicht alle. Dann gibt's noch das Bonus, wo man einfach einen Coin finden muss und dann, das kommt jetzt noch, kommen wir jetzt zu den dritten Art von Bonus, wo wir ja, Sterne sammeln müssen. Und hier zum Beispiel machen wir elegante Links-Rechts-Bewegungen, springen dann einmal hier komplett wieder runter. Versuchen dabei nicht aus dem Bonus rauszufallen und dann versuchen wir wieder mit eleganten Links-Rechts-Bewegungen das zu sammeln. Nice. Genau, und gerade in den ersten beiden Welten von DKC 2 haben wir ja noch diese Entwickler-Warp-Barrels. Da werdet ihr jetzt gleich sehen, dass ich manchmal erst das Level beende, dann gehe ich nochmal in das Level und dann mache ich erst die Bonusse. Das liegt einfach daran, dass manche Level schneller sind, indem wir sie einfach beenden, dann nochmal reingehen, die Bonusse machen und dann einfach im Bonus quasi aus der Stage rausquitten. Okay. Das ist immer noch ich liebe dieses Spiel manchmal. Ja, ich bin zu tief in die Biene reingesprungen. Das ist immer noch schneller, als wenn wir die Stage manchmal normal machen würden mit allen Boni. Ja, und natürlich kriege ich jetzt. Gleich mit dem ersten. Das schöne RNG, genau. Dann versuche ich hier jetzt mal einen Trick. Mal. Genau, das ist der sogenannte Jedi Boy. Also Big Boy ist ein Glitch in DKC 2, dass wenn Dixie oder Diddy auf den Gegner geworfen wird in diesem Team Throw und man dann, sobald der Kong zurückkommt, Zurückkommt meinst du? Ja, genau. Sobald der Kong dann zurückkommt, die Sprungtaste gedrückt hält, dann macht man so einen Double Jump. Und das ist jetzt einfach ein sehr großer Big Boy quasi gewesen. Und der Speedrunner, das ist glaube ich ein Amerikaner, der es gefunden hat, heißt halt Luke. Und wegen dann Star Wars Referenzen hat man es dann Jedi Boy genannt. Ah, okay. Genau. Das ist ein bisschen Speedrun-Geschichte. Ja, genau. Wo kommt das eigentlich genau her? Also die komplette Geschichte von der DKC-Community kenne ich leider nicht, aber es ist halt eine sehr alte, eingesessene Community, die mega cool ist. Also sind alle auch super hilfsbereit. Auch die Weltrekordhalter wie Void. Void war ja sehr lange, ist ein kanadischer Speedrunner, eigentlich immer der Weltrekordhalter in DKC 2. Bis dann Leftover, der Japaner quasi kam und ja, ein bisschen aufgeräumt hat in der Community. Genau, und jetzt werden wir, wir müssen für 102% auch solche, die anderen Kongs besuchen, also auch Winkly und so weiter, für ein paar Prozente.
Deswegen werden wir zumindest einmal kurz reingehen, gehen dann aber sofort wieder raus. Okay. Gibt es denn eine Möglichkeit, irgendwas zu verpassen, wo du sagst, also abseits von dem Softlock, oh, ich habe das Coin nicht geholt, dass du nicht später da hingehen kannst? Nee, also wir müssen halt die Stages dann einfach nochmal spielen. Das frisst halt auch nicht Zeit, aber wirklich verpassen kann man nichts, weil man kann ja zu jeder Zeit in die Stages wieder das rein. Das ist ganz gut. Wir haben nur nachher, ihr werdet dann sehen, bei sowas wie Castle Crush, das ist ja so dieser große Auto-Scroller, den wir nachher in der Welt 6 haben. Any Percent skippen wir den halt ziemlich hart. Dadurch, dass wir diese Wong Warps nicht machen können, haben wir eine andere Variante, wie wir diesen Autoscroller kürzer machen. Aber es ist halt trotzdem so, wenn ich diesen Trick dann oder die Strat versaue, verliere ich immer 1,5 Minuten. Ja, Autoscroller sind schlimm. So, und hier haben wir den schlechtesten Animal Buddy im gesamten Spiel, Angard. Ist nicht so, dass Angard schlecht ist, aber per se. Aber schlechter als die anderen. Ja. Die Hitbox ist einfach schlimm. Also ihr werdet nachher sehen, in einem Bonus werde ich extra vorsichtig spielen, weil sobald man da versucht, schnell zu sein, landet man eigentlich in einen Gegner drin. Und genau wie auf der ersten Stage, wo ich nichts anderes gemacht habe, aber Wemby dann meinte, hey, du wurdest gerade getroffen. ja, und genau, während ich hier gerade spiele, wie ihr seht, bei den Stages jetzt mache ich erst die Stage fertig, gehe dann wieder in die Stage rein und benutze jetzt auch nochmal denselben Warp, um wieder am Ende des Levels zu kommen, weil es ist einfach schneller, das Level rückwärts zu spielen. Genau, und jetzt gehen wir nämlich hier in das letzte Bonus quasi und dann gehen wir gleich in das andere. Sind das immer die gleiche Anzahl an Bonusrunden pro Level oder... Frag mitten in der härtesten Stelle. Nee, eigentlich nicht, aber das ist nee, ich glaube, es ist teilweise unterschiedlich, wie viele Bohnen. Also manche Stages haben, glaube ich, sogar drei ist, glaube ich, das Maximalste. Manche die Lost World Stages, wo wir ja auch reingehen, haben dann einen Bonus. Das ist unterschiedlich. Du hast gesehen, bei dem, wo du gerade eben warst, das Layout wurde wieder benutzt von dem davor, nur mit jetzt anderen Gegnerverteilung zum Beispiel, ne? Ja. Genau, und hier würden wir jetzt eigentlich auch Start Select machen, während wir den Coin einsammeln. Wenn man das Timing aber nicht drauf hat, dann geht man entweder zu früh raus oder man verpasst das komplett. Genau, und jetzt kommen wir zum schlimmsten Boss in diesem gesamten Spiel, Crow. Weil Crow der einzige Boss ist, der RNG hat, wie viele von diesen Fake-Eiern wir bekommen, wenn man das Ei treffen würde. Ja, die gute Nervosität, wenn man reden muss und spielen muss. Und die Eier einfach nicht trifft. Ja, viele der Donkey Kong Country Boss Fights sind mehr oder weniger Autoscroller, wo man viel warten muss auf die Gegner-Patterns. Genau, und hier haben wir jetzt schon das Worst-Case-Szenario eigentlich. Wir kriegen ja zwei Fakes am Anfang. Und ob man, also wie viele man von diesen Fake-Eiern bekommt, ist davon abhängig, in welchen Frame man in den Boss-Fight geht. Genau, und damit haben wir jetzt die erste Welt auf 102%, also auf 100% quasi abgeschlossen. Sehr gut. Ich werde noch einmal kurz hier rüber scrollen. Ja, also sobald da halt ein Ausrufezeichen kommt und ein DK-Coin eingeblendet wird, heißt das, ich habe die Welt komplett 100% abgeschlossen. Also gerade bei den Bossen kannst du auch auf die späteren Nicht-Rare-Spiele dann anwenden. Aber die machen zwar Spaß, aber sie sind bewusst, die müssen ihre 7-8 Minuten dauern, weil jetzt muss erstmal die Animation, dann hast du das Pattern. Das ist lustig zum ersten Mal spielen und alle anderen Male nicht mehr. Ja, das... Genau, hier versuchen wir jetzt mal... Das haut hin. Haben wir einen kleinen Camera-Manip gemacht, den ich dann aber... Eigentlich kommen wir an diesen beiden Kremling oder Crocs vorbei, aber ich habe den zweiten Camera-Manip ein bisschen versaut. Ja, und das Bonus ist halt auch, eigentlich versuchen wir in flüssigen Bewegungen alle Sterne einmal einzusammeln, aber ja, es ist halt, sobald man sich nicht sofort super drauf fokussiert. Genau. Mit der Manipulation hast du dann das Timing geändert, oder? Nee, ich wollte den Spawn der Gegner manipulieren, dass ich quasi hinter den Crocs lande, damit ich nicht den Cannonball quasi auf die drauf mache, die Damage-Animation kommt, sondern ich einfach an dem vorbeispringen könnte. Und das hat beim ersten Mal funktioniert, aber der zweite Sprung war nicht dicht genug.
Genau, hier haben wir Squidder, die Spinne. Eigentlich das coolste. Ja, genau. Sponsored bei Adidas wahrscheinlich. You isn't too nice. Er Spinner. Sechs Stück, oder? Nee, oder? Acht hat er. Genau, und hier geben wir Squidders einfach das typische Mario Kaizo Yoshi Treatment. Wir verdrängen ihn einfach in der Lava. Nein! Weil es einfach schneller ist. Nee, der ist Lava sicher. Genau, ja, der genießt einfach nur das warme Bad. Das tun die Krokodile da ja auch. Ja, eben, ne? Genau. Also es zeigt ja, dass es heiß, aber nicht zu heiß. Ja. Genau, jetzt kommt wahrscheinlich das für Casuals der gemeinste DK-Coin, weil es gibt einen DK-Coin, der in einem Bonus versteckt ist. Wenn man das nicht weiß, das ist nämlich hier hinten. So, und dieses Bonus sieht eigentlich vor, dass wir immer Kong swappen, um immer in dieses Diddy oder Dixie-Fass zu kommen, aber man kann auch einfach ein Team-Up machen und dann Dixie quasi zuerst in das Fass werfen und dadurch können wir uns das sparen. Okay. Genau, dann versuche ich jetzt nochmal einen Big Boy. Nice. Uff. Nice. Und ich habe die Lost World Stage nicht vergessen. Wir müssen aber erstmal 15 Cram Coins haben, um überhaupt in die Stage reinzukommen. Und deswegen machen wir jetzt das Level erst und dann gehen wir zurück in die Lost World. Genau, und ich habe jetzt wieder das Level zuerst abgeschlossen. Mach jetzt nochmal den Warp und jetzt mache ich die Bonusse dann quasi von hinten nach vorne. Weil es schneller geht. Weil jetzt kann ich nämlich einfach hier von den Necki bouncen, dann in das erste Bonus-Barrel und dann werden wir gleich von den... Komischerweise da, wo wir rauskommen, das ist dann ideal, um in das andere Bonus wieder quasi runterfallen zu lassen. Genau, hier muss man dann jetzt so ein bisschen Gefühl für kriegen, wie man nach links und rechts. Genau, und im Worst Case passiert nämlich das. Wenn man zu weit nach links kommt, kommt halt der Cannonball. Wenn man zu weit nach rechts ist, verpasst man halt das Bonus. Es ist jetzt nicht schlimm, dass ich Diddy verloren habe, aber eigentlich baue ich Diddy gleich für den Anfang der nächsten Stage. Deswegen müssen wir da einen kleinen Time los. Habe ich den Coin erwischt? Nein, natürlich nicht. Hast du früh gequittet? Nee, ich war ein Pixel zu weit links. Oder ein oder zwei Pixel bin ich am Coin vorbei quasi. Ja, das passiert leider. Ja, das ist bei solchen Spielen auch bei anderen. Ist das häufiger bei Elden Ring passiert, dass ich geworben bin, bevor ich meine Seelen bekommen habe. Jetzt bin ich auch noch ins falsche Bonus gegangen, aber das kann ich schnell. Gegner gekillt und dann, ich habe nicht gewartet, bis die Seelen angezeigt wurden. Sie nicht? Die Runen. Ja, du musst erst warten, bis der Soundeffekt da ist. Okay. Ansonsten kriegst du die nicht, wenn du vorher rauswarpst. Ja, krass. Du kannst dann 500 Gegner killen, passiert nichts. Selbst bei Dark Souls 1 war das nicht so. Ja, krass. Dafür hat es jetzt geklappt, okay, in einem Rutsch. Ohne zu verlieren. Ja, ich würde es jetzt safe machen. Das ist halt ein bisschen, wenn man greedy ist. Also wenn man ein bisschen zu gierig wird. Und da kennt leider 102, also wir nennen die Kategorie halt 102. Da ist die gnadenlos. Also man wird sofort bestraft, wenn man auch nur ansatzweise irgendwas falsch macht. Genau, und jetzt haben wir 17 Cram Coins, können dadurch in die Lost World. Und jetzt kommen wir zu Jungle Jinx, heißt die Stage, glaube ich. Wo Rare auf die Idee kam, so tolle Gummireifen hier einzubauen. Sind nach Standard im Dschungel. Ja. Ja, die Gummireifen sind nicht mal das Schlimmste. Die Kanten oder die Ledges quasi von dieser Stage sind brutal. Also die sind so ein bisschen wie in DKC3. Man wird einfach reingesogen und... Okay. Genau, und der Anfang ist noch ziemlich human von der Stage. Was wir nach den ersten Bonus quasi machen werden, ist, wir werden gleich das kennt man aus AnyPercent. In AnyPercent heißt das Scrolly-Scroll. Das ist so eine Scroll-Manipulierung, wo das Spiel einfach denkt, ich muss jetzt am Ende der Stage mich hinscrollen. Mhm. Und das machen wir hier in dieser Stage auch, um einfach Zeit zu sparen. Und dafür muss ich gleich ein spezifisches Setup machen mit Dixie, wo ich dann einen dieser Gummireifen im richtigen Moment drauf bounce und dadurch ist das Spiel ein bisschen verwirrt, wo jetzt die Scroll-Animation hin soll. Dafür hoffentlich opfern wir jetzt Diddy. Gehen dann hier bis zu den zwei Bananen, dann hier zurück, bouncen. Jetzt haben wir diese Scroll-Animation. Wow. Genau, jetzt muss ich einmal
Wow, das war ein bisschen knapp. Okay, wir machen es langsam, ich will jetzt nicht sterben. Genau, dadurch ja, haben wir jetzt diesen ganzen letzten Teil super schnell geskippt. Und in den Lost World Stages ist es halt so, in den Bonussen ist halt ein DK-Coin. Das ist nicht so wie in den normalen Stages. Und Lost World Stages haben auch nur einen Bonus. Und das war noch nicht die schlimmste. Also, wir haben nachher noch sehr viele lustige Lost World Stages, die so gefühlt so Kaizo-Level haben. Genau, hier haben wir einfach geduckt. Wenn man duckend ins Wasser fällt, dann fällt man einfach durch. Oh, okay. Das ist so ein kleiner niete Gimmick. Und dass ich Diddy am Anfang nicht mitgenommen habe, liegt daran, weil dieser Teil hier vom Level ist ultra langsam, wenn man zwei Kongs hat. Und um einfach. Es ist schwierig. Aber dadurch, dass wir halt Diddy jetzt erst nehmen, haben wir diesen Lag quasi reduziert. Mhm. Und das ist schon enorm, wie viel Zeit man damit sparen kann. Weil das Spiel ist schon gut programmiert worden, aber es ist halt, ich glaube, für Super Nintendo, es bringt es zumindest in den Stand, wie Rare damals Spiele entwickelt hat, die Konsole auch manchmal an die Grenzen. Mhm. Genau, und das ist mit eins der schlimmsten Boni. Wenn man hier super schnell sein möchte und ein Gegner auch noch nicht. Also, dass ich über den drüber gekommen bin, das habe ich auch noch nie gehabt. Ja, aber hier ist halt das Problem, wenn man mit Anger zu sehr diese Charges macht, kann es halt sein, dass die Hitbox absolut komisch ist und man stattdessen ja, gehittet wird und dann ist das Bonus sofort weg. Hm. Das ist hier, die Kong-Buchstaben zählen nicht für 102%? Gott sei Dank nicht, ne. Okay, Ab und zu sammelst du ja mit ein. Aber wenn es nicht sein muss, dann nicht, ne? Ja, genau. Also dadurch die Einsame ist eigentlich eher also nicht beabsichtigt, sondern einfach nur, weil sie gerade irgendwie im Weg stehen. Aber die Kong-Buchstaben zählen nicht in die 102. Dass die das nicht mit der, das ist normalerweise die Sachen, die eigentlich dazu zählen für sowas, ne? Dieser eigentlich ja, ne? Nimm alle roten Münzen mit, dann schaltet sich das frei. Genau, jetzt kommen wir zu Red Hot White. Normalerweise möchte das Spiel hier, dass wir diese Heißluftballons reiten. Um ein bisschen auf der safer Seite zu sein, werde ich jetzt erstmal den Warp nehmen und das Level beenden. Weil ihr werdet gleich sehen, also das Level ist mit einer der härtesten Reset Points am Anfang von 102. Mhm. Und ihr werdet auch gleich sehen, wieso, weil wir müssen mit Wambi ein bisschen Magie machen. Genau, wir gehen jetzt einfach nochmal ins Level rein. So, dann springen wir jetzt einmal hier komplett rüber. Das war, glaube ich, zu spät. Ja, zu spät. Okay, also das Timing ist so, dass du ich dann hops überall. Ich werde vorsichtshalber einfach mal einen Save Point machen, weil ich glaube nicht, dass ich auch komplett aus dem Leben rausgehen werde, aber dadurch, dass das hier auch ein Showcase ist, werde ich einfach auf Nummer sicher gehen. Weil wir haben gerade nur 6 Leben und das sollte eigentlich locker reichen. Eigentlich. Eigentlich, genau. Man muss bei 102 leider auf alles vorbereitet sein. Das ist. Ja, aber, ja, das war jetzt zu früh. Verdammt! Man hat halt so ein kleines Window, wann man springen muss mit Wambi und ja, das ist typisch. Entweder man springt zu früh oder zu spät oder man springt halt genau in den richtigen. Das Problem ist, ich kann das auch nicht ungefähr skippen, weil also der Teil ist gerade. Genau, dann machen wir einen Double Jump mit Wambi. Man kann in den Spielen Double Jump mit Wambi machen, indem man einfach während einer Charge-Animation nach links, rechts macht. Also einmal kurz und dadurch kann ich mit Wambi im Charge nochmal springen. Genau, und jetzt kommt eigentlich der schwierige Teil des Spiels, des Levels. Jetzt erst. Jetzt erst, genau. Jetzt lassen wir Wambi los. Manipulieren einmal die Kamera, holen uns ein unsichtbares Objekt und eigentlich können wir das Zeichen, dieses Sign, dieses Wambi-Sign, können wir nach hinten positionieren. Ich habe aber die Kamera nicht genug gescrollt und dadurch hat es nicht funktioniert.
Weil was eigentlich hätte passiert, dieses Zeichen, dass Wemby da zerstört wird, würde nach hinten gescrollt werden und dadurch ist das Zeichen hinter Wemby und ich könnte Wemby in diesem Bonus benutzen, was das Spiel überhaupt nicht vorsieht. Ah, okay. Und könnte dann gleich noch mit Wemby mit einem anderen Trick den DK-Coin holen. Aber jetzt muss ich das Backup machen und das Backup ist eigentlich noch schwieriger. bei dem Backup muss ich jetzt quasi so ein Team-Throw, Jedi Boy, Big Boy mäßig machen. Ich habe das lange nicht mehr gemacht. Ja, das war zu früh. Ach, verdammt. Ah, ja, ich liebe dieses Level. Ich meine, im Worst Case muss ich gleich ganz normal einmal den DK-Coin einsammeln. Aber wir wollen ja cool sein und Swag benutzen. Das ist normal, sowas machen wir hier nicht. Ja. Außer wenn es irgendwas geht. Ja, jetzt hat es funktioniert. Nice. Genau, und dann. Oh, schön. Ich verliere Dixie da, aber. Genau, ja. Dann. Ich speichere das, jetzt auch einmal ganz kurz ab. Deshalb den Level auch beendet, damit du das dann machen kannst, ne? Genau. Und ja, tut mir leid, dass ich so oft speichere, aber ich bin einfach. Wegen Showcase will ich einfach auch nochmal sicher sein. Und ich kann froh sein, dass der. Obwohl, wenn du es jetzt anhast, aber dass die Batterie da noch geht nach so langer Zeit. Oder hast du schon austauschen lassen? Okay, ja, ich wollte eigentlich gerade Any% machen und hab's nicht gemacht. Nee, die habe ich noch nicht austauschen lassen, aber ich glaube, die müsste noch halten. Also bisher hat das Spiel mich noch nicht in Stich gelassen. Ja, solange man das Super Nintendo auch anlässt, selbst wenn die Batterie leer ist, glaube ich, sollte der Safe noch gehen für einen Run. Weil es war sehr unterschiedlich bei mir. Manche Sachen, ich habe manche Module, die sind sehr früh leer gewesen. So. Vor 10, 15 Jahren ging mein Mario Paint nicht mehr. Wer hätte gedacht, warum? Das einzige Spiel, was so enorm viel speichert. Andere Sachen funktionieren heute noch, die Saves. Genau, machen hier auch wieder einen Big Boy, um einfach schnell in das Bonus zu kommen. Bin echt überrascht. Manche Sachen funktionieren, die eigentlich, wo ich eher Probleme mit habe und dann funktionieren gerade Sachen nicht, die normalerweise so aus dem FF quasi funktionieren. Aber kennt man hier. Das ist der schöne Marathon Vorführeffekt. Ja, es ist eben auch ein, sagen Sie mal, anderes Setups hier, wenn ihr vorbeikommt. Du hast natürlich sehr viel von deiner Hardware mitgebracht, aber es ist jetzt nicht die Umgebung, die du gewöhnt bist, normalerweise zum Run. Ja, also man merkt auch gerade, wenn man mir dann zuguckt, ich rede nicht so viel über 102, weil es halt, wenn ich halt auf PB oder so spiele, hier muss ich ja auch erklären. Fokussiere ich mich halt so. Hier bei dem Bonus hat Ware leider irgendwie nicht. Ware möchte eigentlich, dass man so einen Zickzack die ganze Zeit. und man kann einfach straight durchgehen. Weiß nicht, ob es fehlerhaft programmiert wurde oder ob. Du willst doch alle Bananen haben. Ja, eben. Ach, stell dir vor, die würden noch zu 102% mitzählen, dass man jede Banane. Wollte ich das schon fragen, aber da habe ich in der ersten Stage schon gesehen, okay. Da muss die zum Glück nicht allein. Die werden rückwärts dann geholt. Ja, ist nicht schlimm, kriegen wir gleich. Ja, jede Banane mitnehmen, Kong-Buchstaben, jeden Gegner killen. Und das alles nur mit Tieren. Ja, und ohne den Boden zu berühren. Ja. Genau. Rare würde ich es zutrauen. Ja, hat sogar getroffen. Hast du denn von den Tierkompanions einen Favoriten, so jetzt zum Spielen? Wahrscheinlich Squawks, also der Papagei, weil er einfach am angenehmsten ist und die Level nicht ganz so Kaizo immer mit ihnen sind. Aber er hat nicht so coole Schuhe wie die Spinne. Ja, genau. So, jetzt haben wir Cleaver. Würde ich sagen, so der erste wirklich schwierige Bossfight im Spiel. Genau, wie die Cannonballs spawnen, ist komplett RNG. Ob sie hinten oder vorne spawnen. So, wir versuchen jetzt hier einen Trick, der heißt Lava Fly. Wir versuchen halt jetzt einen Cycle zu skippen. Oh. Ja. So, nice. Und dann müssen wir jetzt noch einmal ihn dazu bringen, anzugreifen, weil sonst die Haken nicht spawnen würden. Das war sehr knapp. Genau, er muss 7-mal angreifen, bevor der Cannonball spawnt. Und damit haben wir jetzt quasi, normalerweise, was ich jetzt gemacht habe mit Lava Fly, das Spiel erwartet eigentlich, dass Cleaver erst in die Lava geht, dann kommt er wieder raus, macht eine Attacke und dann spawnen erst die Haken. Und mit Lava Fly gehen wir halt komplett auf die andere Seite, weil der Cannonball schon gespawnt ist vom Spiel.
und können dadurch dann quasi so einen Cycle-Skip machen. War ein guter Boss heute. Ja. Besser als der Rest. Genau, machen hier wieder einen Double Jump, um einfach diese Cannons zu skippen. Aber das hier sind jetzt auch, jetzt werden wir eigentlich wieder 102, vorher das war auch Any% Dread. Und jetzt kommen wir wieder im 102-Modus. Genau, hier müssen wir jetzt einmal warten, bis der, oh Gott, ich weiß gar nicht mehr, wie sie heißen. Clover? Cloak? Ich glaube, die Gegner heißen Cloak. Sehen auch so aus. Genau, es gibt noch einen Manip, dass man quasi den Cloak dazu bringt, dass er hinter einen den Cannonball wirft, um auch nochmal in ein, zwei Sekunden rauszusqueezen. Hm. Und dadurch, dass wir jetzt in Welt 3 sind, haben wir natürlich keine von diesen Developer Warps mehr. Also sprich, das können wir jetzt halt auch nicht mehr machen. Dass wir die Level erst beenden, sondern wir spielen die Level jetzt halt in der vollen Pracht. Genau, hier habe ich jetzt eben Setup gemacht für einen Super Jump. Wenn man halt Dixie in einen Barrel wirft mit einem Team vor, kriegt man halt Airborne-Status heißt das im Spiel. Mhm. Und dadurch, sobald dann der nächste Kong Damage kriegt, macht er halt so einen Super Jump und damit können wir dann halt diesen Teil, wo man normalerweise in das Fass geht und sich die ganze Zeit hin und her schießen lässt, komplett skippen. Genau, jetzt kommen wir zum mit das schwerste Level, um es im Speedrun zu optimieren, Glimmers. Auch, ja, hierbei muss man auch noch wahrscheinlich für Leute, die Epilepsie haben, ein bisschen aufpassen, weil jedes Mal, wenn ich mit dem Fisch hin und her den Screen hin und her mache, kommt halt dieser Effekt leider. Das kann man nicht ausmachen. Also kleine Seizure Warning. Ja. Falls ihr fotosensibel seid, bitte kurz die Augen zumachen. Das ist leider in dem Level so. Und ich muss leider den Fisch nach links und rechts bewegen. Mhm. Genau, bei Glimmers ist deswegen so hart zu optimieren, weil wir versuchen natürlich nicht in irgendwelche Ecken quasi hängen zu bleiben und so weiter und so fort. Deswegen für Speedrunner mit einer der schwersten Stages, um die zu optimieren. Ja. Und da habe ich jetzt so ein Sicherheits-Up-Paddle quasi gemacht, weil normalerweise versuchen wir quasi so unter den Fisch oder über den Fisch durchzusneaken. Wenn man Pech hat, verliert man aber einen Kong und deswegen aus Safer Strats habe ich es gerade geskippt. Genau, hier müssen wir jetzt wieder eine Münze finden. Genau, und für Leute, die das Level kennen, ich habe das Bonus ganz am Anfang geskippt, weil wir das am Ende machen werden, weil es einfach schneller ist, als wenn wir erst das Level quasi mit diesem einen Bonus jetzt beenden und dann gehen wir kurz nochmal in das Level rein und machen dann das letzte Bonus am Ende. Mhm. Genau, und dann kommen wir auch gleich, wenn wir mit Glimmers fertig sind, kommt erst so der Teil, wo ich so langsam selber Angst kriege, weil das so die härteren Stages jetzt langsam anfangen. Ach, jetzt erst? Jetzt erst, genau. Ich schreibe einfach knallhart Kaizo in das Thumbnail rein. Also, fast wie Kaizo. Es sieht halt nicht so aus, so krass aus wie jetzt so ein Kaizo Mario und so weiter, aber es ist schon enorm, gerade wenn man schnell und optimiert durch die Stages durchgehen möchte. Und Any% DKC2 in allgemein ist ja kein leichtes Spiel. Genau, und werde ich hier nochmal kurz den Safety Save machen. Ja, also klassische Kaizos sind natürlich auch dann auf den Show-Effekt. Genau. Vom Level-Design geeicht, dass du hier natürlich dann normales Level-Design in Anführungsstrichen benutzt, um drüber hinaus zu gehen. Mit hier die Abkürzung, da nochmal den Special-Move machen. Genau, hier müssen wir jetzt am Anfang einmal nach links, weil der DK-Coin hier auf der anderen Seite ist. Opfern hier einmal Dixie, weil wir eh den Kong swappen müssen.
Na, und jetzt können wir das Level wieder normal spielen. Nice, hat funktioniert. Mehr oder weniger normal. Ja. Normalerweise geht man da ein bisschen unter Wasser, das hat jetzt nicht funktioniert. Any percent hätte ich jetzt schon wieder geresettet. Nein, also es ist... Alleine die erste Thread, die ich da gemacht habe, wo ich so zwischen dem Fass und den Cram hin und her rolle, da kann man auch easy bei sterben. So, und jetzt mal gucken. Jetzt kommt eigentlich der harte Teil der Stage. Genau, haben hier einen kleinen Grafikglitch, weil das Spiel es normalerweise nicht vorsieht, dass ich Squidders da noch auf dem Screen habe, also die Spinne. Ja, nee, das schaffe ich nicht. Naja, muss ich jetzt safe leider spielen. Also wenn man den Zeitgehalt kriegt, kann man diesen hier immer schön unter Wasser quasi an diesen Barrels, an diesen Crocs quasi sich unter Wasser rollen. Hat aber leider nicht funktioniert, deswegen habe ich es auf safe gemacht. Mhm. So, und jetzt kommen wir, ja, Gangplank Galleon Theme, nur ein bisschen abgeändert in DKC 2. Und wir haben Radley, die Snake. Für viele Leute für den DKC Speedrun auch ein Grund, diesen Speedrun nicht mehr zu spielen, weil wir halt Snake Tag machen müssen. Radley ist sehr verbuggt in diesem Spiel. Wir können halt so sogenannte Short Hop Double Jumps, Two Double Jumps und so weiter machen. Mhm. Dafür muss man. Genau, das ist halt so ein Double Jump. Dafür muss man drei Tasten gleichzeitig drücken. Deswegen spiele ich Radley auch in sogenannten Piano-Griff. Also ich musste mir für DKC mehrere Griffe angewöhnen, wie ich meinen Controller halte. Ich muss sagen, so spiele ich die meisten Jump'n'Runs normal. Ja, also es gibt auch einen italienischen Speedrunner, SBD Wolf. Der spielt nur im Piano. Der hat sich das angewöhnt, nur im Piano den Controller zu halten. Ja, wir müssen hier einmal runter, weil der DK-Coin hier unten war. So, und warum ich dieses Stage eigentlich in Piano spielen muss, kommen wir jetzt in diesen Bonus. Normalerweise in Any% mache ich das nicht. Aber in 102 muss ich halt diese Double Jumps machen und die kann ich nur in Piano-Griff. Andere Speedrunner können die auch Fat Thumpen, also dass sie mit dem Daumen das machen, aber das hat bei mir nie funktioniert, das wird bei mir nie funktionieren. Ist der Daumen nicht dick genug? Ja. Nee, ich habe die Kontrolle dabei nicht, weil man muss wirklich, also die Technik dahinter ist, ich muss Y gedrückt halten, damit ich renne. Ich muss A gedrückt halten, damit Radley diesen Charge macht. Und ich muss, damit diese Double Jumps funktionieren, muss man die Sprungtaste ganz super leicht antippen. Also wirklich so super. Oh mein Gott. Okay. Ja. Während du Y und A gleichzeitig auch noch gedrückt hältst oder so. Und wenn ich das mit einem Daumen machen würde, ich habe das Gefühl dahinter nicht, wie stark ich jetzt die Sprungtaste gedrückt habe. Gibt ja auch bei Mega Man X zum Beispiel sehr viele Runner, die immer noch mit der A-Taste den Dash benutzen. Mhm. Genau. Was für mich auch extrem krampfig erscheint, aber. Genau, bei DKC 2 habe ich mir angewöhnt, alle Wassersektionen oder alles mit dem Papagei mache ich einen sogenannten Claw Grip, dass ich mit dem Zeigefinger quasi dann die Y-Taste gedrückt halte, während ich mit den anderen beiden Tasten, also mit den Daumen, kann ich dann B mashen, damit der Papagei schneller fliegt. Und die Schlange, also Radley, mache ich halt mit dem Piano-Griff, damit ich diese Double Jumps raushauen kann. So, jetzt haben wir hier Black Eyes. Üble Stage, muss man ganz ehrlich sagen. Also Speedrun-mäßig nicht cool, weil genau sowas passieren kann. Das ist ein typischer Rare-Level, ey. Genau. So leichte Battletoads-Flashbacks. Rüberspringen. Und das, was ich jetzt gerade mache, das ist wirklich schon ultra safe gespielt. Also man kann das Level auch sehr viel anspruchsvoller noch machen. Oh, da hat der Klobber mich. Sollte aber noch alles fein sein. Also eigentlich brauchen wir Didi wieder im nächsten Level. Das Bonus ist leichter mit Dixie, deswegen danke dafür. Spiel.
Never mind. Okay, hatte ich ja nicht. Never mind. Wer soll es mir angewöhnen, demnächst alles mit der Hitbox zu spielen, einfach? Ach, ja. In der Theorie, du hast dann ja auch die Mobilität, ne? Du brauchst hier keinen Stick oder kein Steuerkreuz bewegen, sondern direkt die Knöpfe. Ja. Und in den meisten Zeiten, wenn es nicht gerade so ein klassisches Halt Y gedrückt und B für das Springen, Jump'n'Run ist, das ist ja auch wirklich dann, das ist jetzt Piano-Stellung genannt, weil ich dann einfach das Gefühl auch habe, ich kann schneller damit auch auf die Tasten drücken. Klaue ist eher Tony Hawk bei mir. Das Schlimme an diesem Level ist leider auch, das Bonus, wenn man es nicht hinkriegt, das werden wir nicht das Bonus auch super safe spielen, muss man die ganze Stage nochmal machen. Weil ihr könnt halt hier sehen, man kann, könnte halt super greedy quasi diese Jumps machen und die wirklich ultra eng an der Biene, dass man immer über beide Bienen springen kann. Ja, wenn man es nicht macht, wenn man es failt, darf man die ganze Stage nochmal neu machen. Mhm. Ja, ich hab den Jump versaut. Ah, und ich bin in die... Ja, ist nicht schlimm. Ich muss mir Diddy gleich holen. War halt Off-Cycle. Genau, jetzt müssen wir leider hier einmal in die Stage rein, weil das DK Barrel gleich am Anfang ist, weil wir brauchen jetzt Diddy im Anfang der Stage. Mhm. Genau, jetzt kommen wir zu Slime Climb. In Any% macht man da eine sehr coole Strat, dass wir quasi die... diese die Wasseranimation skippen. Mhm. Dasselbe machen wir auch in 102, allerdings benutzen wir es nur, um in das Bonus quasi reinzukommen. Nice. Wasser? Welches Wasser? Genau, und da, das sorgt halt beim Spiel jetzt dafür, dass das Wasser gar nicht spawnt. Und man merkt gerade so richtig, wie nervös ich bei diesem Bonus bin. Genau, und dadurch, dass der Screen aber jetzt neu geladen wurde, ist das Wasser jetzt da. Normalerweise wäre das Wasser eigentlich überhaupt nicht gespawnt, weil wir viel zu schnell waren, dass das Spiel nicht hinterherkam, dass er das Wasser jetzt spawnen soll. Ja, wir machen jetzt. War die Melodie nicht mal anders von der Unverwundbarkeit? Das ist anders im Kopf. Das kann ich dir leider gerade nicht sagen. Ich finde es gut, dass es anhört wie so Affe. Affensounds auf Chiptune. Genau, machen hier auch noch mal so ein Eieiei. Einfach um diese ganze Klettersektion halt zu sparen. Und weil es schön aussieht. Genau, und weil es. Genau, ab und zu versuche ich ein Team quasi Dixie Huckepack zu nehmen in der Sekunde, wo ich die Coin einsammle. Und ich habe das Invincibility Barrier nicht getroffen. Das liegt daran, weil wir dadurch die Kamera festmachen können. Mhm. Und dadurch beendet das Spiel den Bonus schneller für ein paar Frames. Okay. Genau, Bramble Blast. Jetzt kommt wahrscheinlich von sämtlichen Leuten im Chat. Oh, Sticker Bosch Symphony, beste Musik in DKC 2. Ich gehöre mit zu den Leuten, die diesen Track nicht mehr hören können und eigentlich finden, dass er sehr viel over, also dass er zu hoch angepriesen ist. Ich finde, DKC 2 hat bessere Tracks als Sticker Bosch Symphony. Aber ich verstehe schon, dass man den Track macht. Es kommt natürlich aus einer Zeit, wo du dann deine Memes braucht es. Und es ist ein toller Track natürlich, aber es ist auch einer, der weit verteilt wurde. Mm, das gleiche. Auch DuckTales auf Menace hat einen super Soundtrack. Es ist nicht nur The Moon, obwohl es toll ist. Genau, hier haben wir so ein kleines Rätsel von Barrels. Also ja, also der Track ist immer noch super. Der ganze OST von DKC, also David Wise hat da ein enormes Soundtrack auf die Beine gestellt. Aber ja, also ich finde den Track halt, ich finde ihn nicht so gut, wie andere Leute ihn finden. Aber das ist persönliche Meinung. Sagen, heutzutage ist wahrscheinlich vielleicht ein bisschen weniger Sticker Bosch Symphony oder so sehen. Aquatic Ambience ist irgendwie überall in den Memes drin, habe ich das Gefühl. Ja, also bei DKC 1 ist Aquatic Ambience, klar. Also es sind so diese paar typischen DKC. Der Sound der Nostalgie, der Sound der Kindheit. Da habe ich jetzt versucht, den Weinclip zu machen. Quasi, ich habe versucht, mich durch die Vines durchzuklippen. Dieser Clip ist super präziser, das ist wirklich Pixelarbeit. Wenn wir ihn schaffen würden, kann man damit, glaube ich, so 8, 9 Sekunden sparen.
Hat leider nicht funktioniert, weil ich glaube ich ein bisschen zu weit links war. So, während wir gerade dieses Bonus machen, gleich kommt Klobber, der so ein richtiger Autoscroller-Boss. Ich werde aber versuchen, für die Speed-Strat zu gehen, wo wir 2 Sekunden safen können. Dafür muss ich die Atmung von Dixie zählen und dann im richtigen Moment die Barrel quasi in Klobber reindrücken. Genau, ich werde mich dafür ein bisschen fokussieren, deswegen wollte ich es jetzt schon mal sagen, wenn ich hier gerade so eine Off-Time habe. Das sind immerhin 2 Sekunden. Genau, und dann sind wir auch mit Welt 3 durch. Okay, schauen wir mal. Genau, am Anfang müssen wir halt, Klobber kommt immer nach unten und sobald er auf den Boden aufprallt, wird man normalerweise gestunt. So, und wir müssen jetzt hier immer an einer spezifischen Stelle stehen. Genau, und wann man weiß, wann man loslaufen muss, dafür zählen wir die Atmung von Dixie. Der Sprung war ein bisschen knapp. Genau, jetzt kommt die 2. Phase, wo er dann einen hinterher quasi springt. So, ein Hit noch. Ja, das war dann der Quick-Hill, der je optimierter man halt diese Quick-Hits macht, kann man maximal 2 Sekunden halt aus diesem Boss-Fight rausholen. Man hat auch gesehen, jedes Mal, als du die Barrel hattest, war es anderes Timing. Mal ja, genau, 1,5 Sekunden, mal 2 genau. Und am Ende ganz wenig. Wir messen das, an, wie ich schon sagte, anhand der Atmung von Dixie. Und am Anfang, im ersten Cycle sind es 6, dann sind es 4, dann sind es 2. Und dann beim zweiten Mal sind es 2 Ausatmungen und einmal einatmen, dann 2-mal atmen und 1-mal atmen. Und ja, okay. Genau. Also die, für alle, die es nachmachen wollen. Genau. Ja, die Auf- und Abbewegung meinst du in der Animation, genau, also oder? Jedes Mal, wenn Dixie quasi so ein- und ausatmet, anhand dieser Visual Cue bemessen wir, wann wir loslaufen müssen. Genau, wird hier einmal die. Genau, hier in Any% hätten wir jetzt diesen Scrolly-Scroll normalerweise gehabt, wo man dann diesen Screen scrollt und dann quasi hinterher springt. Das haben wir in 102 nicht, weil wir, oh, das Game laggt gerade, weil wir den DK-Coin einsammeln müssen und der ist nämlich hier unten. Genau, mit Squidder, seht ihr, mache ich sogenannte Instant-Platforms, also ich springe und während ich quasi am Peak meines Jumps bin, mache ich das Web genau unter mir. Und das kann man im Spiel einfach machen, indem man L und R, die beiden Schultertasten, genau im selben Frame oder in, ich glaube, 1-2 Frames Unterschied drückt. Okay. Und es geht halt sehr viel schneller, als wie das Spiel das normalerweise vorsieht, dass ich halt erst das Web schieße, das dann aufploppen lasse. Ja, ja. Okay, dass wir ihn jetzt verloren haben, ist nicht so schlimm. Wir opfern ihn eh gleich wieder. Wenn er wüsste. Oh nein! Du hast ihn geyoshied. Aber da ist auch Spinne nicht erlaubt, stand da. Genau. Sorry. Das, wir halten uns an die Regeln hier. Ja. Genau, und jetzt gehen wir nochmal ins Level zurück, weil wir haben die beiden Bonus am Anfang vergessen. Mit Absicht vergessen. Mit Absicht, genau. Weil sie einfach. Weil das sonst zu viel Umweg wäre, dann von da aus das Level wieder zu starten. Genau, Honey Climbing, ist so ein bisschen, man muss im richtigen Rhythmus immer nach wegspringen und wieder ranspringen. Also kann super schön aussehen und super schnell, kann aber auch richtig schief gehen. Es muss auch gelernt sein, Honey Climbing. So, und bei diesem Bonus muss man natürlich wieder ein bisschen aufpassen, Hitbox und so.
Und was wir versuchen ist, sobald die Kiste quasi auf dem Boden ist, versuche ich, während Diddy die aufhebt, zu springen, weil wir dadurch die Pickup-Animation skippen können. Okay, beim Autoscroller werde ich noch nicht saven, aber bei Brambo Scramble, die Stage, die danach kommt, da werde ich vorher einmal save drücken, weil ich habe es eigentlich schon gesagt, dass es jetzt anspruchsvoller wird, aber es wird gleich nochmal sehr viel anspruchsvoller. Ja, und hier haben wir jetzt schön Disco Train, auch ein sehr cooler Track. Ich finde es auch schade, dass sie dieses ganze Carnival-Theme im Hintergrund wirklich nur in diesen beiden Autoscrollern benutzt haben, weil das eigentlich eine sehr schöne Stage-Art gewesen wäre. Aber ja, wir haben leider nur die Autoscroller. Leider, was du mit einem Karussell an Klettersachen machen könntest und so noch. Ja, also die hätten, glaube ich, wir haben ja nachher auch noch dieses Haunted Hole, wo man dann diese andere Card-Section in diesen, wo der Geist einen verfolgt hat. Das haben sie ja leider auch nie wieder benutzt, sondern nur in diesem einen Level. So, in diesem Bonus werden wir jetzt eine Biene nicht kaputt machen, nämlich diese da ganz oben hinten links. Das liegt nämlich daran, dass das Spiel einfach nur trackt, wie viele Objekte despawned sind und nicht, ob ich Gegner töte. Die ist nicht gespawnt, also sie... Genau, und dadurch, dass wir sie dann quasi aus dem Screen rausgenommen haben, brauchten wir einfach nur die Banane einsammeln und dann dachte das Spiel, oh, es sind genug Objekte nicht quasi zerstört worden. Ja. Also hier sind DK Coins. Cram Coins, sorry. Was für ein Schicksal, mit einer Banane verwechselt worden. Das ist einer der wenigen Level, wo wir alle Kong-Buchstaben einsammeln. Weil wir einfach daran vorbeigehen. Macht keinen Unterschied. Ja. Und man kann den Kong in diesem Level auch nur bekommen, wenn man durch das zweite Bonus geht. Weil der G-Buchstabe ist nämlich hier unten. So, das ist das 1, 2, 3, 4 Bonus. Weil wir hier einmal, dann zweimal, dann dreimal und viermal springen müssen. Das gibt's nachher nochmal in schnell. Aber das ist quasi jetzt gerade so die langsame Variante davon. Wir haben so ein paar Bonusse benannt, weil es einfach, ja, soll ja auch cool klingen, wenn man DKC speedrunnt. Wir werden nachher zum Beispiel auch noch einen Bonus sehen, wo jeder DKC Speedrunner schneller 120 Sterne sammeln kann als jeder SM64 Speedrunner. Das ist so ein Meme, was wir in der DKC Community haben, weil wir 120 Sterne sammeln müssen. Und ich glaube, Void, der kanadische Runner, hat dann bei der GDQ einmal damit so einen Shoutout gegeben an die Super Mario Speedrunner. Seitdem ist das so, wir haben so ein paar Memes in der DKC Community. Darfst nur 16 Sterne einsammeln. Genau, weil jetzt der anspruchsvolle Teil kommt, werde ich jetzt einmal einen Save machen. Weil wir haben jetzt Brambo Scramble, was allgemein schon ein sehr schwieriges Level ist. Das geht aber noch. Dann haben wir noch einen Autoscroller, der auch noch geht. Aber dann kommen wir nämlich zu Mud Hole und habe gerade den Manip versaut. Normalerweise kann ich hier die Kamera manippen, um schneller über diese... an den Bees quasi nochmal vorbei, oder Singer heißen sie ja offiziell, an den Singer quasi vorbeizuspringen. Dadurch, dass ich rede und nicht aufpasse, habe ich mein Level-Entry versaut. Passt schon. Genau, das Bonus hier ist, das ist schon Kaizo, wenn man das schnell machen möchte. Also ich muss hier halt präzise Bees treffen mit Squawks, während ich die Sterne einsammle und möglichst auch noch die Bees treffe und nicht die ich komme gerade nicht auf den deutschen Namen. Was? Dornen? Ja, Dornen, danke. Ja, in Englisch immer Vines und deswegen... Ja gut, Ranken würdest du, glaube ich, sagen. Ja. Die Vines. Ja, in any percent des Brambo Scramble machen wir halt einen Wong Warp, um quasi gefühlt den halben Level zu skippen. Das können wir hier natürlich nicht machen. Hier spielen wir einmal safe. So, was ich jetzt mal versuche ist, schauen wir mal, kriege ich die Kamera hoch? Ja, wenn wir die Kamera hochscrollen, können wir einfach über das Sign hinweg. Hey! Hey! Und ich habe die Dorn berührt, also hat es uns eigentlich nichts gebracht. Was wir eigentlich machen ist, wir können dann mit Squawks gleich, hätten wir den DK-Coin einsammeln können und brauchen dann nicht hier auf Squidder wechseln. Geht einfach schneller. Ja, das geht auch.
Aber es geht auch mit Squidder, also. Oder bei uns heißt er eigentlich nur Shoes, weil er halt nur Schuhe trägt und das sein Markenzeichen ist. Puh. Ja, aber zu dicht an der Biene. Und hier können wir einfach gedrückt halten und auf dem Boden scrollen. Weil Diddy oder die Kongs können da nicht getroffen werden. Genau, und was ich eben versucht habe, es gibt so einen bestimmten Winkel, wo man quasi unter den Bienen durchkommt mit Squawks, ohne Damage zu nehmen. Aber leider war Dixies Schädel ein bisschen zu groß. Deswegen hat Dixie das getroffen. Aber den Bonus muss man jetzt einmal im Gegner töten. Ich habe jetzt einen verpasst, leider. Deswegen müssen wir jetzt ja auf sicher spielen. So, und hier kommt jetzt das Level, wo wahrscheinlich jeder Speedrunner nicht in den Chat gucken kann während des Speedrunnen. Und wir haben Audio-Bug, weil wir haben keine Loren-Sound anscheinend. Silent Mode. Okay. Das passiert manchmal bei einem Spiel. Wenn zu viele Sounds auf einmal kommen, ist das Spiel auch maßlos überfordert manchmal. Weil normalerweise hätten wir jetzt, Lag reduzieren, oder? Ja. Normalerweise haben wir jetzt halt die ganze Zeit so einen Sound, wie die Lore halt auf den Schienen fährt. Mhm. Aber die will wohl heute nicht. Die ist gut geschmiert, Alter. Genau, wir versuchen hier halt die großen Abgründe nach unten immer runterzuspringen, weil es einfach schneller ist und ansonsten können wir dieses Stage nicht optimieren. So, und dann kommen wir jetzt zu meiner absoluten Hass-Stage, Mudhole. Auch in Any Percent, diese Stage ist einfach für jeden. Ich glaube, jeder hat so seine Love-Hate-Relationship mit dieser Stage. Weil die Silhouettes, die wir machen, sind schon anspruchsvoll. Schauen wir mal. Nice. Oh, da wäre ich fast in die Kette reingegangen. Sonic. Ja. Was machst du da? Sonic. Wir nennen hier mal Sonic. Ja. Genau, benutzen hier jetzt einmal Dixie, um quasi ein bisschen. Nee, und das war jetzt gerade schon der ultra harte, anspruchsvolle Teil, dieses Eagle Pit, also da, wo die ganzen Neckies sind. Mhm. Normalerweise hat das Spiel einen so eine Invincibility Barrel, die man nehmen kann. Das ist die Safe Strat. Aber wir wollen natürlich das volle Programm quasi, wo wir einfach schnell unter diesen ganzen Neckies. Mhm. Genau, hier gibt es eigentlich auch noch Camera Manip, dass ich die Cannonballs hier oder die Fässer auf 2 reduzieren kann. Also man kann in DKC 2, wie man möchte, so mit wirklich super kleinen Gimmicks, die aber auch den Schwierigkeitsgrad hart erhöhen, die Stages noch optimieren. Genau, Mudhole hat jetzt als Besonderheit, dass das DK-Coin in den Goalpost ist. Das heißt, wir müssen jetzt am Ende das Goalpost triggern. Und ich habe einen Cycle verpasst. Das war da. Ja, da haben mich die Pixel gerettet. Okay. Genau, wir machen einfach einen Team Swap. Das erzeugt genug Zeit, dass wir auf den anderen Kong wechseln können. Mhm. Und dann muss man mit Dixie einfach nur den richtigen Moment, mit den richtigen Winkel drauf. So,
Clubber Carnage, oder liebevoll nennen wir dieses Level auch Clubber Garbage, weil es einfach eins der schlimmsten Lost World Stages ist. Und wir auch versuchen, diese Autoscroller, also diese Welt hat zwei Autoscroller, die wir normalerweise mit so einem Fass die ganze Zeit machen müssen. Die versuchen wir zu skippen und dafür machen wir so ein bisschen Any% Red mit Invisible Objects und so weiter und so fort. Ich versuche für diese Setups zu gehen, aber sie sind auch sehr präzise. Wenn man da ein bisschen das versaut, funktioniert es nicht mehr. Oh nein, ich wollte das Barrel hochwerfen und ich habe es nach unten geworfen. Ah, ich hasse diesen Controller manchmal. Ich habe mittlerweile ist mein D-Pad auch so aufgebraucht, dass ich manchmal Up-Movements bekomme, wenn ich sie nicht haben will, und genauso andere Movements bekomme, wenn ich sie haben will. Oh, das. Egal. Versuchen wir mal für einen zweiten zu gehen. Das könnte funktioniert haben. So, was wir eigentlich gemacht haben, ist, ich habe ein unsichtbares Objekt erzeugt, indem ich zwei Barrels gleichzeitig aufgehoben habe. Mhm. Und was wir dadurch machen können, wir können die Barrels umprogrammieren und die schießen uns jetzt einfach über die halbe Map. Yo. Nice. Und jetzt können wir einfach hier einen Damage Boost machen hier noch eine Rolle und sind am Ende des Levels. Nice. Müssen hier jetzt noch einmal aufpassen, weil hier... Genau, hier muss man nämlich ein bisschen warten, weil ansonsten die Clubbers einen einfach zurückbouncen und man instant tot ist. Aber das geht normalerweise genau dieselbe Art, habe ich auch versucht beim ersten Mal zu machen und da hätte es genauso ausgesehen, aber da habe ich leider den Throw des Barrels nicht gut gemacht, weil man muss das Barrel hochwerfen, um genug Zeit zu bekommen, im selben Moment, während die Barrels zusammenknallen, das dann aufzuheben. Und dadurch erzeuge ich... Ja... Darf ich das Bonus nochmal machen? Weil ich zu. Und, oh Gott, und ich habe das. Ja, das sind Muscle Memories. Das ist. Ich wollte eigentlich das Bonus failen und habe das im Wind. Das Barrel eingesammelt. Aber schön, können wir es nochmal sehen? Ja, sicher, ist genau. Sicher. Genau, wir wollten nur sicher gehen. Und jetzt habe ich auch noch das. Ja, ich wollte eigentlich nach unten rechts, damit ich auf den Goalpost springen kann. Jetzt haben wir das komplette, den kompletten Time Loss quasi bekommen. Und ein Diddy Web. Sehen wir viel zu selten in Speedrun, deswegen. Mhm. Genau, damit haben wir Clubber Garbage oder Carnage abgeschlossen. Ja, das wird zu langsam. Versuche ich hier mal für den Big Boy zu gehen. Hat nicht funktioniert. Dann gehen wir für das andere Backup und rollen hier einmal mit Diddy lang. Also es ist auf jeden Fall wichtig, in DKC 2 auch Backups von Backups von Backups zu kennen, ja. Damit man nicht komplett verloren einfach dasteht und nur noch mit Fragezeichen quasi... Wie ging das nochmal, Vanilla? Genau. Das weiß ich nämlich an manchen Stellen wirklich nicht mehr, wie das Spiel überhaupt vorsieht, wie man gewisse Sachen macht. Genau, müssen hier einmal Diddy loswerden, weil wir eigentlich Dixie in vorne haben wollen für den Bossfight, der gleich kommt und wir nicht Kong swappen wollen. Und Damage nehmen ist immer noch schneller, als in so einen Kong Swap zu machen. Mhm. So, das Spiel möchte jetzt eigentlich, dass man erstmal durchgeht, dann Wemby holt, weil wir diesen DK-Coin da gleich einsammeln müssen. Aber wir machen einfach mit Wemby einen Double Jump und können dadurch den DK-Coin sammeln. Cheats! Unglaublich. Ich habe nur fest dran geglaubt, dass ich Double jumpen kann. Genau, und diese Sektion mit Wemby sieht spektakulärer aus, als sie wirklich eigentlich ist. Man muss nur an den gewissen Stellen springen. Und hier springen wir jetzt einmal rüber und ich habe den Charge abgebrochen leider und gehen hier in das Bonus rein. In Any% würden wir direkt zum Goal gehen, aber wir müssen hier leider in das Bonus. Ja, ultra hartes Bonus. Wir rennen einfach links und rechts und links und rechts. Das würde ich auch noch hinkriegen. Als Speedstrap. Genau, und dann hoffern wir auf das Gold drauf. Und jetzt kommen wir zu King Sing.
Wer 1.1 gewöhnt ist, also das ist auch 1.1 ist übrigens auch die Version, die bei Nintendo Switch Online, also auf der Switch und so weiter drauf ist. Aber in der 1.0-Version ist King Sing ultra langsam. Das haben sie erst in der, mit der zweiten Version des Spiels verändert, weil ihnen aufgefallen ist, dass er ein bisschen zu langsam ist. Und deswegen ist für Any% Speedrunner oder Leute, die das Spiel normalerweise spielen, das schon sehr anders, dass King Sing so ultra langsam ist. Und dementsprechend müssen wir die Manips halt auch ein bisschen anders machen. Ja, okay. Genau, und das war King Sing. Hier kann man ein paar Frames saven, indem man einfach nach unten rechts drückt. Fragt mich nicht, wieso, es saved einfach Frames. Okay. Weil das Spiel anscheinend weniger vom Screen darstellen muss und so schnell fertig. Genau. Jetzt sind wir in Welt 5. Welt 5 ist so ein zweischneidiges Schwert. Es ist eine sehr coole Welt. Aber wir haben nachher auch PCP, also Parachute Panic, was man aus Any% wahrscheinlich kennt, wo man sehr viel sich fallen lässt. Und dann haben wir auch Webwoods, dieses schöne Spinnenlevel, was sehr Kaizo in 102 ist. Und es ist in Any% schon sehr schwer. Genau, müssen natürlich hier auch die Bonus immer mit einsammeln. Den Bonus muss man einfach nur immer wieder das, die Chest in die Biene reinwerfen. Lässt sich echt nicht davon beirren, ne? Meist doch. Das ist so eine Mamushka-Chest, ja, wo meine give it to me. Ist. Genau, für das nächste Bonus-Barrel werde ich gleich wieder versuchen, Big Boy zu machen, wenn ich ihn hinkriege, weil das ein bisschen komplizierter sonst ist in dieses Bonus-Barrel. Nice. Nice. Weil sonst müsste man timed an diese Geisterseile und die sind sehr, der Zyklus dieser Seile ist sehr, sehr kurz und da muss man schon im richtigen Moment losspringen, damit man sie überhaupt noch bekommt. Mhm. Deswegen machen wir einen Big Boy, diesen Double Jump, den wir durch ein Team Four machen können, und dadurch können wir diesen Part ausskippen. Genau, da gehen wir einmal von hinten an das Seil ran, um einfach schneller das Seil zu grabben, weil wir ansonsten in diesen Cloak reinspringen würden. Und ja, jetzt sind wir auch schon beim schlimmsten Autoscroller, weil wenn man hier mal was vergisst, er dauert ewig. Bei Haunted Hall. Vergesst es lieber nicht. Mhm. Genau, Haunted Hall. Wir versuchen kleine Abgründe runterzurollen. Abgründe oder Steigungen machen wir, springen wir nur hoch, weil es schneller ist. Und was wollte ich jetzt noch sagen? Genau, und die Türen müssen wir auf dem höchsten Punkt durchspringen, weil es am schnellsten ist. Mhm. Weil die Animation dann einfach kürzer ist. So, hier müssen wir jetzt einmal am Ende hoch. Und dann machen wir das Ganze rückwärts. Mhm. Und jetzt kommen wir halt direkt in das andere Bonus. Und wenn man das halt verpasst, das ist schon... Genau, und hier haben wir das 120 Sterne Super Mario 64 Bonus. Wo wir innerhalb von maximal 20 Sekunden einen neuen Weltrekord in 120 Sterne aufstellen. Nice. Chibi. Und es ist auch das einzige Bonus, wo Rare mehr Sterne reinplatziert hat, als eigentlich gesammelt werden müssen. Mm. Es gibt kein anderes Bonus, was das macht. Und bei dem Autoscroller wäre es dann nochmal extra fies, wenn du nicht zurück kannst, in den meisten Fällen. Mm. Na, jetzt sind wir beim Midpoint. Springen hier einmal präzise über die Fässer rüber. Also ja, alle Steigungen versuchen wir hochzuspringen, weil es einfach schneller ist. Und so kleine Bergabfahrten nehmen wir und größere springen wir.
So, jetzt muss ich gleich in das andere Bonus rein. Dafür gibt's eine sehr gute Visual Cue. Wir nennen das einfach, wenn Thief hit the thing. Da muss man einfach im Hintergrund gucken, sobald der Zahn so ein Objekt im Hintergrund berührt, dann springt man. Wenn ihr das Video oder so dann nochmal präziser anguckt, dann seht ihr, dass ich genau gesprungen bin, als der Zahn hinten so einen Pfeiler berührt hat. Und okay. Daran kann man sich orientieren. Auch für Casual Playthroughs, dann muss man einmal auf die Sprungtaste drücken und man landet immer im Bonus. Also an die Zähne vorne. Genau, die Zähne vorne von dieser, von der... Ich glaube, es soll eine Rattenlore darstellen oder... Ja, ne? Ich glaube, das ist ein Rattenschädel, soweit ich mich richtig... Ziemlich große Ratte. Ja, die... Ich meine, es sind auch riesig große Bücher im Hintergrund. Also ich weiß nicht, wer sowas liest, aber die sind mega groß. Die sind vielleicht sehr nah dran. Das kann auch sein. Genau, hier einmal der DK-Coin, der sich unterm Ende versteckt. Kann man auch sehr schnell vergessen. So, Gusty Glade, diese Windmechanik wurde hier eingeführt. Genau, wer DKC Speedruns noch nicht kennt, wir versuchen halt so viel zu rollen wie möglich. Mhm. Und man kann in DKC auch immer noch springen, wenn man über eine Kante rüberrollt, hat man immer noch den Sprung danach verfügbar und das nutzen wir natürlich auch aus. Mhm. Hätte ich vielleicht viel früher mal erklären können, aber ja, das ist besser später als nie. Der Wind ist ein fixer Cycle, oder? Ja, es ist immer unterschiedlich. Also ja, er ist fix, aber er ist davon abhängig, wo man sich auf dem Screen befindet. So, das Bonus ist super hart zu optimieren, weil ich habe schon einen Stern verpasst. Also musst du wieder warten, bis du zurück bist, ne? Ja, genau. Also das Schöne an den Bonussen ist, man hat ja diese Timer und dadurch kann man sehen, wie gut oder schlecht man einen Bonus gemacht hat. Und die Top-Runner in 102 kriegen da schon so knapp unter 30 Sekunden hin. Das war jetzt mit 24 etwas langsam. Ah, da war ich zu weit nach links. Normalerweise, wenn wir unter dem Barrel ein Team-Throw machen, können wir einen dieser Wind-Cycles skippen. Hat leider nicht funktioniert. Aber dafür haben wir was bekommen. Genau, PCP. Ich werde jetzt einmal abspeichern, weil danach Webwoods kommt. Und Webwoods weiß ich jetzt schon, entweder es wird grandios funktionieren oder ich werde irgendwo hardstuck sein und für Safety Strats gehen müssen. Wie wär's mit grandios? Do it. Ja. Genau. PCP kennt man aus Any Percent. Wir versuchen halt, normalerweise will das Spiel, dass wir halt hier an diesen Quarks, also der Leader-Papagei heißt Quarks und nicht Squawks, will das Spiel eigentlich, dass wir anhand dieser Papageien so langsam hier runter durch das Level uns bewegen. In Speedrun skippen wir das komplett. Ich glaube, PCP sieht auch spektakulärer aus, als es ist. Also es ist wirklich eigentlich nur auswendig lernen, wo ich wann wie was drücken muss und wann ich loslassen muss. Mhm. Es kann immer noch was schief gehen, deswegen sollte man Backups im PCP auch beherrschen. Aber es ist nicht der härteste Teil, jetzt sage ich mal, in DKC Speedrun, den man lernen muss. Aber es sieht auf jeden Fall, für Zuschauer ist es immer, ist PCP gerade in Any Percent immer so das. Ja. Boah, krass. Wollte ich gerade sagen, sieht immerhin schön aus. Ja, vor allem ist es halt immer so bei Speedruns, wenn du so auf Game Mechanics, die vorgegeben sind, komplett verzichtest und dann sowas machst. Das ist immer sehr spektakulär. Genau, jetzt kommt der härteste Teil eigentlich von PCP. Ja, hat wir sind da durchgekommen. Oh. Ja, das fragt sich jeder wahrscheinlich. Ah. Nice. Und jetzt zählen wir bis 3. 1, 2, 3. Gehen nach rechts, gehen nach links, gehen da lang und. Easy peasy! Nice. Den Level habe ich in wie auch schon mal gesehen. Genau, und jetzt war Webwoods, jetzt kommt mal hier nochmal ein Safety Save.
Weil jetzt kommt Webwood. Und Webwood ist in Any% schon ultra hart. In 102 müssen wir die Bonusse noch mitnehmen. Und die der Checkpoint ist nicht gut platziert in Webwood. Aber hat schöne Musik. Ja. Forest Interlude. Wir sind zu früh gesprungen. Ja, mittlerweile haben wir auch 19 Leben, deswegen habe ich wieder ein bisschen mehr Luft. Ich habe noch gesehen, wo das Netz ist und spring direkt da rein gegen einen. So, jetzt haben wir hier einmal einen Checkpoint. Uff. Nein. Oh. Ich habe leider... Bei Webwoods ist es... Es kommt drauf an, wo man sich auf dem Screen befindet. Und wenn man nicht an der korrekten Position steht, dann kommt kein Web mehr raus. Und ich war leider wohl... entweder habe ich einmal vergessen, Neutral zu drücken oder irgendwas anderes falsch gemacht. Und deswegen kam gerade kein Netz mehr raus, obwohl ich die Taste gedrückt habe. So, und schauen wir mal. Ja, das ist sehr schlecht. Das, normalerweise haben wir da ein Auto-Web, also das automatischen. Ja, okay, den Cycle schaffe ich nicht mehr. Nee. Ah. Ich versuche dieses Thread jetzt noch einmal. Ich will halt für die schnellste Thread hier gehen. Wenn sie dann nicht funktioniert, dann gehe ich für die safer, für den immer noch Fast Cannonball, aber nicht den. Ja. Okay, one more. Ja. Und jetzt kommen wir halt bei den klassischen Webwood-Effekt. Das ist halt, sobald man einmal einen Fehler in diesem Level macht, zerstört das teilweise den kompletten Flow. Oh. Aber wir kriegen das schon hin. Hast du noch genug Leben? Ja. Genau. Ich könnte es jetzt auch aufs Setup schieben, aber nee, das ist gerade nur. Da spielt einfach alles mit rein bei Webwoods. Da war ich ein bisschen. Ich krieg dieses Auto-Web einfach gerade nicht hin. Also normalerweise springe ich hier und dann kommt automatisch noch ein zweites Web. Wenn das nicht kommt, heißt das, dass ich die. Nee, okay, ich gehe für die safest Web. Ich krieg's gerade nicht hin. Also was wir eigentlich versuchen ist, ich gehe so schnell wie möglich auf die rechte Seite und dann gehe ich mit dem Cannonball mit drei super präzisen Jumps zurück und lande dann quasi genau in der Tür, während sie aufgesprengt wird. Das ist der super Fast Cycle. Was zur Hölle? Oh. Ach Gott, ich hasse dieses Level manchmal. Das ist... Das ist halt immer, wenn man diesen klassischen Webwoods Meltdown bekommt. Na, dann gehe ich hier jetzt mal hoffentlich für die safer Variante. Hallo? Kann das Web mal... Ah, okay. Gott sei Dank. Oh, da kriegt man jedes Mal einen Herzkasper, wenn man dieses Level macht. So, und bei diesem Bonus muss man ultra aufpassen, nicht die Dornen oben zu berühren, weil bei manchen Stellen kann Squidder nämlich dagegen springen und bei manchen Stellen kriegt man sofort Damage. Mm. Wenn ich das Bonus versaue, darf ich das nochmal machen. So, dadurch... Die Bonus, da sind wir jetzt, glaube ich, safe. Wir müssen jetzt hier einmal noch den Cannonball mitnehmen und dann machen wir das letzte Bonus. Aber die Entwickler haben sich gedacht, hey, Webwoods ist ja noch nicht schwierig genug. Lass den DK Coin noch auf den Gold platzieren und den ultra schnell machen. Also sprich, man hat wirklich nur Bruchteile einer Sekunde, um exakt den Moment zu treffen, dass man den DK Coin bekommt.
Dafür versuche ich jetzt ein Setup zu machen. Und hab's nicht bekommen, weil ich den Instant Web nicht bekommen hab. Oh, wie gemein. Ah. Und jetzt darf ich das ganze Level nochmal machen. Ach. Ich hasse dieses Level. Ich auch mittlerweile. Ja, ja, und das ja, ist ja, es ja. Halt. Es kann in Webwood so schnell Sachen schief gehen. Das ist leider. Tut mir immer leid, weil dadurch hat man halt immensen Time Loss. Das kommt dann auch so relativ spät im Run, ne? Das ja, sagen, genau. Okay, jetzt, wenn wir schon mal so weit sind, ja, wir machen es weiter. Und es ist auch mein größter Angstpunkt eigentlich in diesem gesamten 102-Speedrun immer Webwoods, weil, wie ich schon meinte, es kann super easy straightforward sein, wenn man einfach so in diesem Flow drin ist. Mm. Wenn man aber nicht so sein Mental Game quasi prepared hat und dementsprechend auch dann Aufregung und alles dazu kommt, dann kann Webwoods der größte Albtraum werden. Und gerade das DK Coin am Ende, deswegen. Diesmal brauchen wir den Cannonball nicht. Ja. Ja. Schon haben wir, ja. Genau. Oh, das war. Das war dumm, muss ich da. Oh Gott, es geht hier gerade alles schief, was schief gehen kann in diesem Level. Das ist sehr schön. Normalerweise machen wir hier einen Damage Boost, wie ihr eben schon gesehen hattet. Ja, aber jetzt kannst du keinen mehr leisten. Kann ich ne? nicht mehr machen, weil ich unglücklicherweise die Biene berührt habe. Und ich hoffe einfach, dass ich nicht nochmal das jetzt. Ach Gott, jetzt. Ach, ah, Tick so zu früh. Ach, ah. Oh, it hurts. Gott, mein Estimate. Nachfolgende Sendungen verschieben sich um ein kleines bisschen. Ja, es tut mir auch leid gerade. Ich möchte dieses Level auch eigentlich nicht so oft spielen. Das glaube ich dir. Aber hey, ist ein bisschen Training für die Zukunft. Ja, ja, das auf jeden Fall. Ich will mal sagen, selbst wenn man sagt, was hat sich Rare dabei gedacht? Rare hat sich bei sehr vielen Sachen was gedacht und was nicht gedacht. Ja. Das ist par for the course für die. Oh Gott. Ja, ich hab den nach oben geschossen. Also ich muss jetzt mal gucken. Ich werde das jetzt noch ein, zwei Mal probieren. Wenn ich ihn nicht kriege, würde ich jetzt erstmal weitermachen. Und entweder machen wir den dann noch am Schluss. Oder, ja, muss ich mal schauen. Entweder machen wir einen Schluss oder wir skippen den im Worst Case. Weil ich möchte jetzt auch nicht den ganzen Speedrun an Webwoods hängen lassen. Ich glaube, die Idee sollte jeder ja haben, was wir da machen. Aber das ist. Das kann halt leider, je nachdem wie mein Mental Game, also wie ich jetzt vom Mindset her auch gerade bin, kann das leider sehr schief laufen und in eine Vollkatastrophe gehen. Und in dem Fall ist es einfach besser weiterzumachen. Würde ich auch sagen. Ja, bin ich auch für. Weil so schön ist Webwoods jetzt auch nicht, dass wir die ganze Zeit nach Webwoods sehen müssen. Jetzt habe ich mal die Strat bekommen, die ich eigentlich machen wollte. Oh Gott. Das Web war ein bisschen. Ich werde jetzt nochmal für. Ah, okay, nevermind. Ich wollte eigentlich nochmal für die Bonus-Variante gehen. Yes! Okay. Puh.
Das ist auch der letzte DK-Coin, der auf dem Goal liegt. Gut so. Ab jetzt kann ich wieder normal spielen. Gott, ey. Mein Herz. Das. So, Crow 2. Crow ist ein Geist. Ist genauso nervig wie beim ersten Mal. Mhm. Hat auch wieder RNG. Also Crow ist wirklich der Boss, der den schlimmsten RNG haben kann in diesem gesamten Speedrun. Sorry. Und man muss hier ein bisschen aufpassen, wenn man zu schnell ist in der 1.0-Version, wie man jetzt gerade gesehen hat, ich bin gegen Crow gebounced. Wenn man zu schnell ist, softlockt man das Game. Deswegen werde ich jetzt darauf achten, ein bisschen langsamer hochzuklettern, weil ich möchte nicht hier einen Softlock haben. Langsamer? Sowas machen wir hier aber nicht. Ja, wir machen Marathon Safety, sagen wir erstmal so. Das ist das Äquivalent von Intentional Damage. Ja. No. Intentional Slowage. Oh, das war jetzt nicht gut, aber ja. Spielt jetzt keine Rolle. Ja, und das war Welt 5. Sprich, wir haben jetzt noch zwei Welten und ihr habt vielleicht gemerkt, ich habe die Lost World Stage nicht gemacht in Welt 5. Die machen wir ganz, ganz zum Schluss. Weil, werdet ihr dann sehen und dann werdet ihr auch mal verstehen, warum wir auf 1.0 spielen. Okay. So, jetzt haben wir hier wieder unseren tollen Freund Angar, der Schwertfisch. Der schlimmste Albtraum aller DKC2 Speedrunner. Er sieht so super freundlich aus, aber er ist einfach nur Müll. Er hat so einen coolen Dash. Sorry, du siehst zwar gut aus, aber du bist einfach nur Müll. Einfach nur Trash. Not cool, dude. Was war denn so trashig an ihm gerade? Ja, also da geht er, aber jetzt kommen wir zu dem Teil, wo man quasi Lotterie spielen kann. Wie hier jetzt zum Beispiel. Warum habe ich da jetzt Damage bekommen? Und das ist halt, mal funktioniert's, mal funktioniert's nicht. Und da fragt man sich so manchmal, was ist bei dieser Hitbox von diesem Fisch kaputt? Fischbox. Ja. Na, ja, das. Das hat mich zum Beispiel jetzt gar nicht getroffen. Das ist. Ja, das. Warum nicht? Die Hitbox ist eine Empfehlung manchmal bei diesem. Ja. Normalerweise versuchen wir hier mit der Abwärtsbewegung des Wassers quasi mitzuschwimmen. Hat leider nicht funktioniert, weil Angard wird dann so runtergedrückt, während man charged. Hat leider nicht funktioniert, weil ich nicht den richtigen Moment gedrückt habe. So, bei diesem Bonus hier versuchen wir einfach nur zu optimieren, dass wir möglichst nach dem Pickup springen, damit die Animation nicht zu lang ist. Aber ansonsten kann man hier nicht wirklich viel optimieren. Mhm. Genau, und hier am Ende machen wir jetzt einmal, schwimmen wir einmal hier hoch, lassen uns dann mit einem Down-Movement quasi auf den Boden zurückdrücken, weil dadurch denkt das Spiel dann halt, hey, der ist ja auf derselben Ebene wie der Goalpost und dadurch kriegen wir die kurze Animation, weil ansonsten würde das Spiel denken, hey, Dixie ist viel weiter oben, wir kriegen jetzt die volle Animation für mit der Musik und so weiter und so fort. Okay. Und das passiert halt nicht, wenn wir quasi so ins Wasser runterspringen. So, Animal Antics. Man könnte sagen, es ist ein Level, ja? Das ist, es ist nicht ohne. Das ist der Wemby-Teil und der Angar-Teil ist noch relativ straightforward, würde ich sagen. Also das war jetzt der Wemby-Teil. Man geht hier halt alle Tiere einmal durch. Ach, ich... Fisch, wir werden heute keine Freunde. Genau, der Angar-Teil ist jetzt auch gleich vorbei. Dann kommt gleich der Teil mit Squidders, also mit Shoes. Squid, nee, mit... Ja, ich komme nicht... Chewy, ja, genau. Chewy Lewis in the News. Und der Teil hier ist jetzt schon nicht ohne. Aber wir kommen dann gleich auf den Teil noch mit Squawks, also mit den Papageien. Man kann natürlich hier auch mit richtigen Webs noch die Bienen abschießen und dadurch einen Bock ein bisschen mehr Zeit sparen. Genau, müssen hier einmal rüberspringen, weil das Bonus da drüben ist.
Und das Schlimme an Animal Antics ist eigentlich, dass, wie ihr gesehen habt, der Checkpoint war hier am Anfang der Spinnensektion. Und wir haben halt noch gleich den Squawks-Teil und wir haben noch den Wetley-Teil. Und dementsprechend, wenn man dann halt stirbt, darf man diese ganzen Sektionen wieder machen. So, hier bei diesem Bonus könnte man mit Squawks im richtigen Winkel über die Barrel drüber fliegen und einfach den Coin einsammeln. Man hat am Ende dann immer noch Squidders. Aber ja, wenn man es halt failt, muss man das Bonus einmal neu machen, weil man die Dorn berührt. So, und jetzt. So, hier einmal auf die Neckies aufpassen. So, dann gehen wir mal in die typische Gamer-Pose. Bisschen. Der Damage is intended. Und hier muss man, hier werde ich jetzt ein bisschen safer spielen mit dem Wind. Weil ich möchte eigentlich gerne mit zwei, hier warten wir jetzt noch einmal einen Windcycle ab. Ah, fuck. Oh. Ja, ich wollte eigentlich gerne mit zwei Kongs in die Wetley-Section gehen, das habe ich mir jetzt gerade selber versaut. Deswegen, das ist halt das Problem, wenn man safe spielt. Ja, okay, gut soweit. Warten wir jetzt einmal kurz ab, bis die Bienen beide die Wand berühren. Und dann ist es nämlich safe, darüber zu springen. Und damit haben wir Animal Antics. Ja. Aber ja, wir werden immer einfacher, in Anführungsstrichen. Es wird lang, die Challenge des Spiels nimmt minimal ab. So, jetzt haben wir Windy Well. Windy Well hat hier diese Windmechanik, dass wir nach oben getragen werden. Wichtig bei dieser Windmechanik ist, dass wir möglichst, das war nicht gut, den Controller nach oben drücken, weil wir dann schneller nach oben kommen. Da wollte ich einen kleinen Skip machen, hat nicht funktioniert, deswegen werde ich den jetzt einfach ignorieren. Na gut. Achso, ich hätte, ja, ich hätte einfach, ich bin das nicht mehr gewohnt, da unten drunter durchzugehen. Der Wind ist unterschiedlich stark an Position oder? Nee, läuft das? Ist immer gleich. Okay. Genau, hier rollen wir jetzt einfach einmal hier runter und landen dann hier in dem Bonus. So, dieses Bonus hat schon Weltrekorde versaut, weil man muss hier eigentlich nur diese Flyers töten, aber wenn man halt für Weltrekord geht, okay, das war auch sehr merkwürdig, versucht man zwei Flyer auf einmal zu töten. Ah, okay. Und wenn man aber den falschen Winkel erwischt, dann landet man im Flyer und failt dieses Bonus. Deswegen sind schon ein paar Weltrekorde in diesem Bonus geschoben. Der Weltrekord für die 102-Kategorie, by the way, ist auch von Leftover, also den Japaner. Und er hat sie auf 1,24, ist es, glaube ich, mittlerweile. Und er arbeitet da gerade auch noch aktiv dran, den noch weiter runter zu bekommen. Ja, sick. Also, wenn man Leftover zuguckt, der clawt auch die ganze Zeit. Also, er hält den Controller komplett im Claw, das ganze Spiel durch. Mm. Es ist eine andere Welt. Also, Leftover ist wirklich ein insaner Speedrunner von DKC 2. Und ja. So, hier versuchen wir jetzt mal für eine Strat zu gehen. Hier ist Ghetto Bees. Ja, weil wir einfach die eine Bee skippen, indem wir unter ihr, also Get Low Bees heißt es eigentlich, aber wir nennen es dann Ghetto Bees. Ich glaube, der richtig offizielle Name war mal B-Skip oder so, aber Ghetto Bees war dann cooler, deswegen haben wir es umbenannt. So, und hier müssen wir jetzt noch einmal das Bone. Ach, jetzt habe ich den Klapper despawned. Genau, machen hier einmal einen Team-Throw, um den Klapper in die Barrel wieder zu bekommen. So, und gleich kommen wir zu Castle Crush. Und Castle Crush werden wir jetzt einmal mit dem Warp machen. Also damals, als es noch nicht den Castle Crush Wrong Warp in AnyPercent gab, gab es einen anderen Warp, wodurch wir Castle Crush quasi beenden konnten. Früher als... Oh mein Gott. Das ist mir auch noch nie passiert. Als intended. Und das machen wir aber in 102 immer noch, weil wir können diese falschen Warps nicht machen, weil das Game softlocken würde. Aber wir können diesen alten Goal Summon quasi noch machen. Und das versuchen wir jetzt mal.
ja, zeitmäßig sind wir immer noch okay. Das ist, Whitewoods hat mir ein bisschen zu lange gedauert, aber es passiert halt. Also solange wir hoffentlich unter 2 Stunden bleiben, bin ich eigentlich zufrieden mit dem. So, und für diesen Goal Summon brauchen wir die SDK Barrel, sprich, das werden wir jetzt die ganze Zeit mitnehmen. Und nicht kaputt machen. Also wir brauchen dieses Barrel. Und ich hoffe, ich versau die Strat nicht. Deswegen. Die armen Viecher. Das gibt's denn sonst in keinem anderen Game. Mhm. So, hier legen wir das Barrel einmal kurz ab, um diesen Swiney zu töten, weil das Game sonst laggen würde, wenn beide Swineys auf dem Bildschirm sind. So, hier legen wir das Barrel jetzt auch wieder ab, weil jetzt spawnen hier diese Krokodile. Ich weiß den Namen gerade nicht mehr von denen. Aber die Schnappi. Müssen. Genau, die müssen wir jetzt alle einmal so töten. So, dann spawnt jetzt gleich einer der. Ja, ich habe die Gegnernamen nicht mehr drauf. Ich spiele zu viel japanische Versionen, das ist das Problem. Bei der englischen steht ja am Ende immer die ganzen Gegner, aber kann leider kein Japanisch. So, und jetzt kommt der eigentliche Teil. Wir nehmen jetzt diese Barrel. Gehen jetzt hier links an die Wand, warten, bis wir auf dieser Kette da sind. Machen Invisible Object. Springen einmal. Genau, und haben damit das Goal gesammelt. Und damit haben wir in Castle Crush jetzt diesen Tick, dass wir das Level beendet haben. So, jetzt spielen wir erstmal die Stage hier, weil wir für den zweiten Skip brauchen wir Diddy wieder. Und man könnte das auch mit Dixie machen, aber mit Dixie ist dieses Ganze, wenn Dixie im Fass aufnimmt, dreht sie das ja an den Haaren. Mhm. Und dadurch ist das ganze Movement anders, wie du dich verhalten musst, wie du dieses Invisible Object erzeugen musst und so weiter und so fort. Und deswegen spielen wir jetzt erst den Level, weil wir dann hoffentlich am Ende 2 Kongs haben und Diddy auch wieder haben. Und dann gehen wir nochmal in Castle Crush zurück und spielen dann Castle Crush nochmal mit Diddy. Also die Barrel hat dann auch eine andere Hitbox, wenn du sie trägst, je nachdem, welchen Charakter du hast. Genau, bei Dixie ist die Hitbox viel weiter oben, weil sie an den Haaren ist. Ja. Und bei Diddy ist es sehr viel weiter unten. Okay. Genau, und das war halt quasi gerade die ganz alte Any%-Strat, um früher Castle Crush zu machen. Ich glaube, der Warp, der neue Warp, wurde irgendwann 2018, glaube ich, gefunden in DKC2 Any%. Und bis dahin hatte man eigentlich die Variante gemacht. So, und das war jetzt das ideale Pattern, was wir fürs Bonus kriegen konnten, dass Angard einfach richtig schön einmal durchschwimmt. Mhm. Kommt davon, weil du ihn immer beleidigt hast. Du musst mal beweisen, dass er auch mal was drauf hat. Ja, er ist ja. In DKC 3 ist er toll. Das ist halt in DKC 1 und 2 ist er halt. So, das war jetzt die sogenannte Throw Away Your Girlfriend Strat, wo wir Dixie einfach wegwerfen und sie spawnt dann komischerweise oben wieder. Und dadurch können wir halt diesen Teil hier einmal machen und schnell durch das Level durch. So, und jetzt gehen wir halt nicht in Changing Chamber, sondern wir gehen nochmal in Castle Crush zurück. Und jetzt werde ich genau dasselbe nochmal machen. Wir müssen auch ungefähr an dieselbe Stelle. Und der zweite Skip ist sogar schwieriger als der erste, weil was wir jetzt machen werden mit diesem Barrel wieder, wir werden eine Bonus-Door quasi uns herzaubern. Also kurz nach dem, wo wir jetzt eigentlich gerade waren, ist eigentlich oben links ein Bonus. Und das Bonus hat halt eine Tür, die wir normalerweise, glaube ich, mit Wambi aufsprengen müssten oder aufchargen. Und wir werden jetzt mit diesem Invisible Object quasi die Tür dann zu uns herholen. Und dafür muss ich jetzt quasi das ganze initiale Setup nochmal machen, aber da, wo wir dann wieder das Invisible Object erzeugen, da wird es dann ein bisschen anders. Genau, dann kommt jetzt der neue Teil, in Anführungsstrichen. Okay. Dadurch habe ich jetzt die Bonus-Door quasi zu mir hergebeamt. Ja, warum nicht? Und konnte dann
genau. Dieses Bonus kann man eigentlich machen, dass man komplett mit über die Bienen quasi bis zum Coin hochkommt. Aber es ist halt auch wieder so sehr präzise. Und wenn man nicht präzise genug ist, dann fällt man das Bonus und darf die Stage nochmal machen. Ja, und jetzt sagen alle Bye-bye, Wambi. No! Oh no! Genau, und selbst wenn man diese Setups macht und sich so überlegt, ja, aber das kostet ja jetzt eigentlich auch alles viel Zeit. Oh, ich habe Dixie verloren, das ist nicht gut. Normalerweise versuche ich Dixie über die Biene rüber zu werfen, weil da dann die Squawk-Sektion anfängt. War leider, glaube ich, nicht hoch genug, wenn ich Dixie geworfen habe. Deswegen müssen wir jetzt kurz auf dem Elevator, also auf dem Fahrstuhl warten. Ist nicht dramatisch, wir müssen jetzt halt nur schnell mit Squawks weitermachen. Ja genau, und selbst wenn man diese Strats versaut und sage ich mal so anderthalb Minuten Timeloss hat und vielleicht nochmal anderthalb Minuten Timeloss hat, das ist alles immer noch schneller, als wenn man das Level regulär machen würde mit allen Bonussen. Und deswegen versuchen wir halt diesen ganzen Aufwand zu machen, weil Castle Crush ist einfach ein ultra langsamer Autoscroller. Weil diese Plattform ist halt auch nicht schnell, während sie hochgeht. Ja, hier ist es sogar noch ein bisschen schneller als eben noch. Genau, hier ist es schneller in diesem Bonus, aber ansonsten ist es, ja, kann man wahrscheinlich eine Just-Chatting-Kategorie nebenbei machen, während man auf diesen Elevator wartet. Genau, und ich hätte jetzt Start Select rausbringen können, das mache ich aber jetzt, um einfach nur safe zu gehen, dass wir fertig sind. Genau, dann werde ich jetzt einfach noch vorsichtshalber, bevor irgendwelche Softlocks oder irgendwas passieren könnte, auch nochmal ein Safety-Save machen. Und jetzt kommen wir eigentlich so in den letzten Teil des Spiels, bevor dann auch der Cable-Fight und so weiter kommt. Jetzt kommen wir zur CLC, also Changing Chamber, wo ich den initialen Sprung versaut habe. Dadurch muss ich jetzt hier das... Genau, Changing Chamber hat die längste Klettersektion in 102. In Any% machen wir hier auch einen Warp, der uns Gott sei Dank diese Stage erspart. Aber ja, in 102 können wir das leider nicht machen. So, bei dem Bonus muss man auch ein bisschen aufpassen, weil es sehr laggy ist. Also gerade mit zwei Kongs muss man hier die Sprünge schon halbwegs ordentlich machen. Weil gerade jetzt in der letzten Sektion, wo dann drei Bienen da sind, hat das Spiel schon ein bisschen mitzukämpfen. So, und dann kommen wir jetzt zum spaßigen Teil, in Anführungsstrichen, von CSC. Wir gehen jetzt hier einmal noch normal hoch. So, und hier ist nämlich ein Invincibility Barrel versteckt und jetzt beginnt quasi der Climb. Und ich kann nicht climben. Ja, ist kein sauberer Climb. Aber hat gereicht. Und wir wollen halt eigentlich nur hier hoch. Und das möglichst im Cycle des Barrels. So, hier jetzt einmal hier rein. Erkennt man ja auch sofort, dass natürlich, man da für einen Bonus natürlich rein muss. Rare. So, und jetzt kommt gleich nach dem Bonus nämlich ein Trick, der nur in der 1.0-Version funktioniert. Der ist aber immer noch nicht Grund genug, warum wir die Kategorie spielen. Was wir jetzt machen würden, wir werden perfekt ausgerichtet und drücken jetzt einmal Team Swap und drücken dabei nach hinten und dadurch kommen wir in die Wand rein und können dann mit Dixie, mit einem Sprung, nämlich Diddy uns wieder aus dieser Wand rauswerfen. Und das geht nur in der 1.0-Version und dadurch können wir diesen ganzen Teil hier nämlich skippen. Das ist ja schön. Genau. Und damit haben wir es hier. Dann kommen wir jetzt Toxic Tower. Der Spaß aller Speedrunner von DKC 2, nämlich Wetly Movement zum ja, besten Moment. Und ich versuche ja halt immer diese Double Jump. So, jetzt versuche ich einen Two Double Jump.
Ah, war nicht hoch genug. Diese Double Jumps sind schon nicht intended vom Spiel, ne? Ich lass dich erstmal machen. Sag mal. Ja. Ich treffe den Frame gerade nicht. Also dieser True Double Jump, den ich dann ganz am Anfang einmal versucht habe, da muss man im richtigen Frame Sprung drücken. Oh okay. Gott, ich hoffe. Oh Gott. Wow. Ja, das alright. Alter. Die Boost. Aber ist er hast du den gekriegt immer? Ja, ich habe den DK-Con okay. gekriegt. Okay. Ah, normalerweise, wie ich beim ersten Mal hat es funktioniert, da war ich noch nicht hoch genug, machen wir halt diesen True Double Jump, um da hochzukommen. Das geht auch, aber ich habe das Setup nicht richtig gemacht. Ja, und diese Short Hops sind Bugs. Also, das ist eigentlich nicht intended. Mm. Also, du schaust, als ob du mehr Spaß machst. Mit dem Double Jump. Ah, komm mal. Jetzt ja, hat es funktioniert. Genau so soll es eigentlich aussehen. Sage mal. Ja, man merkt auf jeden Fall schon, dieser Run ist recht execution heavy. Ja. So, und jetzt kommen wir in die Squawks Section, die auch nicht ohne ist. Hui. Ja. Sehr gut. Und wir müssen hier natürlich das Bonus auch. Natürlich, ja, easy. Hab ich ja sofort gesehen, dass du das durch kannst. Ja. Jetzt verlasst mich nicht Instant Platforms. Das war Toxic Tower. Noch ist nicht vorbei. Okay, jetzt. Jetzt. Genau. Oh no! Der arme Donkey. Hä? Aber ich habe schon Party gemacht. Genau, und was gleich. Also, wir spielen jetzt ja noch zwei Level. Wir spielen jetzt noch Screech Sprints, dieser schwarze Vogel. Und dann spielen wir noch den Cable Fight, aber dann müssen wir einmal warten, die Konsole resetten und dann müssen wir natürlich noch die letzte Stage machen und wir müssen ja auch noch das True Ending erreichen, also Cable in sein in der Lost World Stage besiegen. So, machen hier einmal einen kleinen Camera-Manip, um durch die Cats oder die Sanics oder Sonics oder wie auch immer man sie nennen möchte, quasi durchzurollen. Ich nenne ihn Richard. So, bei dem Bonus muss man ein bisschen aufpassen, nicht die Ranken zu sehr zu berühren. Nur so ein bisschen. Ach, das war so klar, dass ich sie sehe. Ja, ist nicht schlimm, wir kriegen hier jetzt eben. So, dann versuchen wir jetzt mal an diesem Vogel vorbeizugehen. Wenn man hinter dem Vogel kommt und im richtigen Moment über dem Vogel hinwegfliegt, kann man nämlich dieses ganze Race einfach skippen. Normalerweise würde das Spiel nämlich ein Rennen gegen den anderen Vogel machen. Das ist auch neu. Sogar durch den Ring Damage List durchgekommen. Aber einen kleinen Grafikbug. Kann passieren. So, dann. Ich hab's schon hingekriegt, mein Spiel zu softlocken in K-Wall. Deswegen gehen wir noch einmal in den Save. Und wir machen jetzt den Cable Fight.
Und wenn die Credits dann kommen, dann müssen wir einmal die Konsole resetten. Also vielleicht kann dann sie ja in dem Moment dann natürlich einmal auf den Knopf drücken. Dann machen wir nicht noch zu früh. Nicht okay, zu früh, okay. Nee, genau. Weil das Spiel speichert erst ab einer bestimmten Stelle. Soll ich jetzt? Nee, ja, das ist ein bisschen zu spät. Früh. Ich hab's schon. Genau, K-Wall, eigentlich kein harter Fight, wenn man den Speedrun gelernt hat. Wir versuchen natürlich bei K-Wall, wenn man optimiert durchgehen will, für so sogenannte Dustless zu gehen. Also ihr seht ja, jedes Mal, wenn K-Wall halt quasi Kugeln reinsaugt, kommen ja so Staubpartikel neben, der, neben seiner Muskete. Mhm. Nee, wie eine, keine Ahnung. Das, Kanone? Ja. Ja. Und Dustless heißt halt, dass wir den, die Kugel in den richtigen Moment reinwerfen, dass diese Staubpartikel gar nicht erst kommen. Okay. Und das kann man für jeden einzelnen Wurf lernen. Ist natürlich, wenn man es versaut, kann man vielleicht noch ein Backup machen, aber im schlimmsten Fall muss man nochmal einen Cycle nehmen. Ja, ansonsten muss man hier eigentlich nur ein bisschen auswendig lernen, was man wann wie machen muss. Immer gleich das Pattern sonst, ne? Ja, genau. Das Pattern ist immer dasselbe. Also im Hintergrund haben wir den Super Famicom Controller. Wenn man die US-Version spielt, ist das dann ein amerikanischer Controller. Was die sich dabei gedacht haben mit den Farben. Wobei die Dellen im Y- und X-Button sind durchaus nett. Ja, der amerikanische Controller hat ja auch diese nach innen gewölbten X- und Y-Buttons. Ist ganz nett. Also ich habe auch einen amerikanischen Controller, weil ich einfach mal fühlen wollte, wie sich das anfühlt. Aber für mich ist es nichts. Ich bin einfach zu sehr gewöhnt an den europäischen Sachen. Genau, dieser Cycle ist sehr viel einfacher als man denkt. Man rennt einfach hier rechts in die Ecke, lässt sich dreimal treffen, spammt ein bisschen die Tasten und man ist frei. Und muss dann jetzt quasi einmal über Cable nur drüber springen. Es kommt wahrscheinlich für viele Casual die härteste Sektion, wo ja diese Wolken-Geister-Dinger kommen, wodurch man eigentlich die Controls quasi invertiert sind. Man kann aber sich hier einfach mit diesem Fenster alignen und dann einfach im richtigen Moment überspringen. Und bei dieser letzten Phase einfach auf Diddy wechseln und mit Diddy die ganze Zeit rennen. Und sobald man Diddy hat, kann K-Roll einen nicht mehr einsaugen. Dixie wäre zu langsam, aber mit Diddy kann man einfach weglaufen. So, und dann warten wir jetzt, bis zweimal Funken fliegen, springen dann und damit wären wir jetzt quasi fertig mit Any Percent, aber wir spielen natürlich mal nur 2%. Also schon bereits hier zum Resetten. Oh ja. Ja, na, das dauert noch. Jetzt kommt ja erstmal Donkey, dann redet Cranky, erzählt uns Cranky jetzt erstmal eine Geschichte. Dann zeigt uns Cranky ja noch diese Siegerehrung. Achso. Donkey hat die ganze Zeit nichts gemacht, aber darf den letzten Punch abgeben. Uppercut. Wirklich. Ja, nichts gemacht. Wenn man mal ganz ehrlich ist, wer DGC 1 gespielt hat und jetzt im Hintergrund sehen wir ja Winky, den Frosch. Das ist eigentlich schon ziemlich brutal, was Cranky mit ihm gemacht hat, weil Cranky hat ihn ausgestopft und in einen. Stimmt. In seine Hütte gestellt. Also der war ja gar nicht hier im Game. Vielleicht war er ja ein natürliches Todes gestorben und es ist mehr in seiner Erinnerung. Genau wie der Krokodil da oben. Ja. Ach du meine Güte, einfach mit dem Kopf, ey. Und da hinten ist doch ein Dings, Killer-Instinct-Figur. Ja. Ja, und ich glaube, das Poster in der Mitte ist der Charakter von diesem 3D-Spiel, was Rare mal machen wollte, was, glaube ich, vor Banjo-Kazooie raus. Ja, genau. Und das ist der Charakter da draus. Ja. Ja, also mal ist ja auch Killer-Instinct, aber sieht ja aus wie Paperboy da drauf oder was auch immer. Das sein soll. Genau, wir haben jetzt 38 DK Coins. Wir müssen noch 2 DK Coins sammeln. Einen kriegen wir durch K-Wall, den zweiten Fight und einen den letzten Lost World Level. Und dann
sind wir auch fertig. Und ja, das Lustige an diesem Screen finde ich immer wieder die No-Hopers mit der Earthworm-Gym-Kanone und den Sonic-Schuhen. Das ist da sieht man, wer die am meisten gestört hat, ne? Das ist Sonics und diese Earthworm-Gyms. Genau, und jetzt kommt gleich der Reset Point, gleich kommt so ein Schriftzug, wo dreimal dasselbe steht. Dadurch, genau, da unten rechts weiß man jetzt, das heißt eigentlich dot, dot, dot. Mhm. Und wenn jetzt gleich das Screen schwarz wird, dann können wir resetten. Mhm. Dann speichert das Spiel. Genau, jetzt kann gewesen werden. Do it, do it! Vielen Dank. Genau, und jetzt. First try. Ja. Dadurch kann man auch andere Leute in diesem Speedrun beteiligen. Ja, Koop ist das jetzt. Koop, von uns beiden gerannt. Ja, ja. 102% Koop. Easy. Genau, wie ihr sehen könnt, wir haben jetzt 95%, 15 Cram Coins, 38 DK Coins, das ist genau richtig. Jetzt gehen wir in die Welt 5. Und spielen die letzte Stage, die wir noch nicht gespielt haben. Und jetzt kommen wir zum Grund, warum wir 1.0 spielen, weil ich versuche jetzt einen Skip mit der Barrel und ich erkläre ihn, sobald ich ihn hoffentlich First Try bekommen habe. Ja. So, wenn man im selben Moment Damage nimmt, während dieses Cannon Barrel quasi auf 0 geht, dann hat man Infinite Barrel. Das geht auch irgendwo 1.1, aber wir können jetzt außerhalb des Screens gehen. Und jetzt scrollt der Screen und jetzt können wir quasi rückwärts durch das Level gehen. Jetzt habe ich noch ein paar Visual Cues. So, die erste Bananenmünze, jetzt muss ich nach oben rechts drücken. Dadurch scrollt der Screen jetzt hoch. Die zweite Bananenmünze, jetzt muss ich nach oben links drücken. Und wenn der G-Buchstabe gleich kommt, kann ich loslassen und dann muss ich nur warten, bis das Bonus-Barrel kommt. Und bin perfekt allein mit dem Bonus-Barrel. Unglaublich. Und jetzt kommt noch der andere, warum wir auch wieder 1.0 spielen. Wir können diesen Bonus dann nämlich einfach out of bounds gehen. Und genau, und deswegen machen wir dieses Level zum Schluss und deswegen spielen wir eigentlich 1.0, weil das ein immenser Time-Save ist. Und das andere ist halt, oh, hier muss ich ein bisschen aufpassen, die Bienen nicht zu touchen. Das andere ist halt, selbst wenn wir mit 1.1 spielen, diese Wong Warps, die wir an Any% machen, sorgen halt nicht dafür, dass das Spiel quasi die Stage als absolviert markiert. Deswegen könnten wir kein Start Select aus der Stage machen. Okay. Und deswegen spielen, also das ist der Hauptgrund, warum wir dieses Level zuletzt machen und warum wir 1.0 spielen. Und jetzt kommt noch der letzte K-Wolf Fight. Genau, K-Roll ist komischerweise wieder da. Und jetzt kommt einfach nur so eine, ja, Plattforming-Section, wo wir einfach einmal ausweichen müssen. Ich glaube, den Fight habe ich noch nie gesehen. Ja, ich auch nicht. Den fand ich als Kind auch sehr viel schwerer, als er jetzt eigentlich ist. Das ist quasi das Intro von Mortal Kombat, ja? Hinten kommen die gleich aus dem Netherrealm raus. Übrigens, also ich finde, das ist einer mit der besten Tracks in DKC, also dieser, ja, Cable Fight Boss Theme ist schon. Wird, glaube ich, in Tropical Freeze, oder war es im Trop? In irgendeinem neuen Donkey Kong referenzieren sie auch viele von den alten Tracks. Ich weiß gar nicht, ob der Track dabei war oder Welcome to Crocodile IO. Und Time. Time. Okay. Alright. 1.51.31 war es. Ja. Gesehen. Sehr schön. Geiler Run. Hat's dann auch noch geklappt unter 2 Stunden? Ja, hauptsache. So, du bist ja sicher, das sind jetzt die 102%? Das können wir gleich nachgucken. Also jetzt kommt einmal noch die Abschlusssequenz, wo Cranky sagt uns jetzt noch, oh mein Gott, ihr habt es geschafft, bla 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 bla. Alles explodiert, komm auf Platz 1. Ja genau, lass uns hier abhauen, es explodiert, die Insel explodiert. Und all sein schönes Haus, alles was er sich da zusammen geklaut hat. Und deswegen gehen wir jetzt einmal in, gehen die Kongs jetzt auf DK Island zurück.
Und dann sehen wir gleich, wie die ganze Insel explodiert. Wie oft runst du das denn aktuell noch? Hast du es jetzt nochmal eingeübt, speziell für hier? Oder ist das was, ich, was du noch Ich habe es für hier eingeübt, aber ich run das auch gerade aktiv, weil ich auch noch einen anderen Marathon habe, wo ich das sowieso zeigen will und ich will meine PB verbessern. Okay. Also meine PB ist gerade 1,43 und die ist schon sehr alt. Die ich runne eigentlich hauptsächlich gerade Any Percent. Bei Any Percent bin ich jetzt in die 40-Minuten-Sparte reingekommen. Mhm. Aber ich möchte halt 102 auch noch verbessern. Das ist ein Castlevania-Ende haben bei Donkey Kong Country. Hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Ja, wirklich. Muss ich sagen. Genau. Und sobald K.O. nämlich vom Screen ist, können wir einmal drücken. Jetzt können wir auch das Intro skippen. Und wir müssen jetzt auf den dritten Spielstand achten und sehen 102. Ja, sehen wir 102%. Sehr geil. Sehr nice. Ja, und von den Saves, die du drauf hast, auch noch der schnellste In-Game-Time, 1,32. Ja. Ja, sehr schön. Wir hatten ja auch noch mal gezeigt, können wir gerne auch gleich noch mal einblenden, wo man dich bei Twitch finden kann. Hast du da regelmäßige Zeiten? Nee, gerade nicht. Also ich versuche immer mal so in der Woche oder am Wochenende zu streamen, aber es ist sehr unregelmäßig gerade. Mhm. Weil auch wegen dem warmen Wetter, gerade wo es dann jetzt so 30, 35 Grad war, schwitze ich nicht gerne bei Speedruns. Das ist extra Konzentration, die man hat. Bist du draußen vom Park aus? Ja, ganz genau. Nee, also es ist unterschiedlich, aber ja. Aber sehr schön, dass wir jetzt das komplette Donkey Kong Country 2 dann auch mal gesehen haben. Wir haben deinen Twitch-Kanal nochmal eingeblendet. Wer dich nochmal sehen will, also wirst du sowieso nochmal ein bisschen was bei uns machen. Aber genau. Vor einiger Zeit gab es auch noch einen schönen Messenger-Run. Was, 100%? Es war 100%, ja. Auch 100%, nicht 102, dann gehen nur 100%. Nee. Und wenn ihr euch gerne bewerben wollt, ihr könnt entweder die E-Mail benutzen, speedrandale@rocketbeans.tv oder einfach halt, der Einfachheit halber, direkt bei Sia, dann melden, @simiclove. Geht dein Twitter noch oder ist es mittlerweile... Funktioniert einwandfrei. Funktioniert noch. @simiclove bei Twitter oder twitch.tv/simiclove101 über Twitch dann hin. Und dann bedanken wir uns mal wieder bei euch, dass ihr so fleißig zugeschaut habt und seid beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es heißt Speedrandale. Bis dann. Bye, bye.